Und wir in der GWOP mit diesem neuen Vorstand und diesen Leuten gerade, die wir uns hier genauer angucken, kriegen es nicht hin. Das ist peinlich. Herzlich willkommen bei Sini macht Auge. Ich sitze hier wieder mit André Sebastiani. Es geht mal wieder um die GWUP. Ich weiß gar nicht, falls ich neue Zuschauer habe, wir müssen vielleicht minimal kurz mal erklären. Das übergebe ich dann mal direkt dir, da hast du zu Beginn direkt eine Aufgabe. Was ist die GWUP? Erklär mal ganz kurz. Oha, ja, hi Sinan erstmal. Die GWUP ist die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Setzt sich für Wissenschaft und kritisches Denken ein und ist eigentlich ein Verein, der auf Vernunft gebaut sein sollte. Und das gucken wir uns heute mal an. Sehr gut. Die ist ja gerade prominent, habe ich gesehen, wieder in großen Medien aufgetaucht, bei der Tagesschau zum Beispiel. Mhm. Es ging nämlich ja jetzt gerade nochmal rum, dass ja der Gesundheitsminister Lauterbach gesagt hat, die Homöopathieleistung, die wird jetzt mehr oder weniger gestrichen als Kassenleistung. Warum? Weil sie nicht evidenzbasiert ist. Ich hoffe, ich habe das grob richtig halbwegs zusammengefasst. Absolut. Und, ja, und, nichts drin, nichts dran. Ja, und dass man da eben so genau Bescheid weiß, das ist unter anderem auch der Verdienst der GWUP, weil sie sich damit sehr, sehr stark und lange beschäftigt hat. Und ich glaube, Nikhil Mukherjee war auch mit einem Kommentar oder was in Interview, der Tagesschau? Interview sogar. Also ja. Tagesschau.de, ne? Tagesschau.de, genau. Ja, einfach nur, dass man nochmal grob so ein Gefühl auch nochmal bekommt, was macht dieser Verein eigentlich, wofür ist der im Grunde da? Wir beschäftigen uns heute natürlich wieder mit ein paar internen Geschichten. Warum machen wir das? Also wir beobachten ein paar... Naja, Entwicklungen innerhalb der GWUP, die nicht so ganz schön sind. Und wir sind der Meinung, dass gerade, du hast ja gesagt, diese wissenschaftliche Untersuchung von egal eigentlich was und die vernunftbasierte Untersuchung von Sachen, die müsste immer die höchste Priorität in der GWUP genießen. Jetzt hatten wir in den letzten Jahren, letztes Jahr hatten wir ja dann eine neue Vorstandswahl und so weiter. Da ist dann ein neuer Vorstand, Vorsitzender gewählt worden, Holm Hümmler. Und insgesamt neuer Vorstand. Ich bin auch Beisitzer im Vorstand. Genau. Genau. Und insgesamt ist einfach sehr viel Umbruch gerade da oder. Ja, es ist schwierig. Es gibt eine intensiv geführte Debatte, ob jetzt bestimmte Themen besprochen werden sollen, ob Woke-Themen in die GWUP gehören oder nicht. Und ich selber bin absolut kein Freund von Lagerdenken. Deswegen versuche ich da immer so die Formulierungen sehr vorsichtig zu wählen. Ich selber sehe mich auch in keinem Lager. Würde aber sagen, also es gibt Argumente aus verschiedenen Richtungen, möchten wir es mal so sagen. Und was wir heute nochmal machen möchten, ist, wir schauen uns Clips an aus Gesprächen von zum Beispiel Sebastian Bartoszek und noch anderen, die wir gleich sehen werden. Und wir wollen da ein bisschen was zu kommentieren, zu sagen und ganz, ganz wichtig an der Stelle auch nochmal, das ist hier nicht irgendwie ein Kampf, ein Krieg oder irgendwas, kein Streit, sondern ich denke, ja, es ist einfach mal ganz vielleicht schon, wenn man ehrlich ist. Ja, okay. Also ein vereinsinterner Streit steht da schon dahinter. Okay, ja, in den Streit schon, aber nicht jetzt, also das, ich komme aus so einer Twitch-Welt, da ist das alles nochmal alles mit einer Potenz von 10 irgendwie und deswegen versuche ich immer ein bisschen hier runter zu kochen. Nichtsdestotrotz müssen wir einfach Sachen uns anschauen und müssen es kommentieren und vielleicht auch für Leute, die in der GWUP selber sind, aber gar nicht so viel mitbekommen, vielleicht ganz spannend, dass ihr dann, wir geben so ein Newsletter raus. Also eigentlich sollten Skeptiker, ja, weil sie für die wissenschaftliche Methode einstehen, auch eine gute Streitkultur haben. Weil eigentlich heißt es ja, wir irren uns empor und wer das bessere Argument hat, dem folgt man. Das funktioniert oft auch in der Wissenschaft nicht immer hundertprozentig, weil am Ende sind es auch Menschen mit ihren Egos, die da dahinter stehen. Aber ich glaube, gerade wir sollten eine gute Streitkultur haben und deshalb finde ich schon, dass wir auch streiten dürfen. Ja. Aber Streit ist ja halt nicht gleichbedeutend mit Krieg und wir sollten keinen Krieg gegeneinander führen, aber wir sollten auf eine gute, konstruktive Art miteinander streiten.
Okay, das hast du besser formuliert als ich. So wollen wir das machen. So wollen wir das handhaben. Wir starten einfach mal direkt. Das erste ist ein Clip, den haben wir eigentlich schon letzte Mal gesehen. Den gucken wir uns aber nochmal an, weil wir darauf hingewiesen worden sind, dass wir den letztlich falsch verstanden haben. Wir hören mal rein. Wäre es mit Ruven Schäfer, deinem Gegenkandidaten, eine entspanntere GWUP geblieben? Es wäre meines Erachtens wahrscheinlich eine entspanntere GWUP, aber auch eine deutlich kleinere, weil dann sehr, sehr viele Leute ausgetreten wären und wir wahrscheinlich inzwischen einen anderen Verein hätten. Einen schlechteren? Meines Erachtens einen besseren, aber ja, also ich, wie gesagt, es war halt tatsächlich, wir waren in der Situation. Und ich glaube, da kannst du schon pausieren. Den Rest haben wir letztes Mal schon besprochen. Ja, wir hatten gedacht, er meinte, wenn er jetzt nicht gewählt worden wäre, dann hätten wir jetzt einen anderen Verein. Und wir haben gedacht, als er dann ja sagt, einen besseren. Also wenn er nicht gewählt worden wäre, dann waren wir ganz irritiert, ob er das falsch meint, aber anders meinte. Aber wie er es angeblich doch gemeint hat, vielleicht willst du das kurz erklären. Ja, wir wurden darauf hingewiesen, dass er den neuen Verein, den er und diejenigen, die ausgetreten wären, dann gegründet hätten. Und der wäre halt nicht der schlechtere Verein gewesen, sondern der bessere, so wie er es sagt. Und das heißt aber... Also was mich daran so ein bisschen irritiert ist, warum hat man das nicht einfach gemacht? Also wenn man den eh blöd findet, also warum, dann hätte man das ja machen können. Man hätte ja sagen können, nee, das gefällt mir nicht. Okay, klar, jetzt sage ich gerade, man hätte es kampflos überlassen können. Kann man auch verstehen, wenn man das vielleicht nicht machen will, aber ja. Aber ich finde es schon merkwürdig, dass er jetzt sagt, also er ist jetzt der Vorsitzende des schlechteren Vereins. Der entstanden wäre der bessere Verein. Gut, aber... Ja, gut. Aber lassen wir es. Gut, da könnte man ja immer noch sagen, es geht ja darum, man kann ja auch sozusagen in einen... Ja, man kann ja zwei Ligen absteigen und bleibt dann trotzdem, weil man die Hoffnung hat, wieder in die erste Liga zu steigen. Mhm. Ja, aufzusteigen. So könnte man es ja vielleicht auch interpretieren. Gut, wir machen direkt mal weiter. Ein Clip. Ich möchte dazu sagen, ich weiß gar nicht genau, welche Clips wir uns hier anschauen. Wir werden auch aus dem Batu-Talk, den wir beim letzten Mal schon besprochen haben, wo das Lager um den GWUP-Vorsitzenden Holm anwesend war, Holm selber auch anwesend war, und das ist hier ein Clip, wo Hanna Kraft auftritt, die auch dem Lager zuzurechnen ist, allerdings inzwischen ausgetreten ist aus der GWUP. Achso, sie ist gar nicht mehr. Sie ist jetzt im besseren Verein. der noch gegründet werden muss. So. Ehrlich gesagt, ich glaube, niemand von uns wollte eine Spaltung der GWUP. Von unserer Seite ist eher die Empfindung, dass es nicht möglich ist, in der aktuellen Form diesen Verein so weiter bestehen zu lassen, ohne dass wir eben ständig in diese Diskussionen gezogen werden, wo jedes Mal irgendwelche Beispiele irgendwie rangezogen werden. Wir hatten diese endlose Maori-Diskussion, wo unter anderem zum Beispiel Florian Aigner endlos lange da gesessen hat und recherchiert hat und noch ein paar andere Leute auch, nur dass dann am Ende das komplett ignoriert wurde und halt das nächste Fass aufgemacht wurde. Und wir nicht wirklich das Gefühl haben, dass man auf dieser Ebene sinnvoll zusammenarbeiten kann. Niemand von uns will eine Spaltung der Gruppe. Niemand. Nee. Aber wir wollen eben nicht mehr diesen Modus fahren. Und weil das so viele Ressourcen bindet, dass man dadurch eben dann all die Dinge, die Becky gerade gesagt hat, Entschuldigung, die Rebecca gerade gesagt hat, einfach auf der Strecke bleiben und wir das auch unter anderem halt zum Beispiel im Vorstand sehen. Ich meine, ich kann mich ja mal outen, ich bin nicht mal mehr Gruppenmitglied. Hat andere Geschichten, andere Gründe zurzeit, aber ist auch egal. Und niemand von uns hat einfach mehr Energie und Lust, quasi unsere Zeit damit zu verschwenden. Das ist jetzt ein hartes Wort, aber so fühlt sich's an. Ständig irgendwie gegen den eigenen Strom zu schwimmen. Ja. Und da ist die einzige Möglichkeit dann irgendwann eben, dass das sich aufspalten wird in irgendeiner Form. Sorry, Fabi. Sie als Außenstehende möchte die Spaltung nicht. Okay, also wir können jetzt mehrere Sachen daraus besprechen. Also erstmal, klar, wollte nie eine Spaltung, aber es wäre zu einer Spaltung gekommen, beziehungsweise das ist doch das, was sie jetzt gerade gesagt hat. Also am Ende muss ja eine Spaltung
Abspaltung her. Also sie ist ja schon abgespalten. Sie ist ja weg. Genau. Aber hat ja nicht direkt damit was zu tun anscheinend. Keine Ahnung. Ich finde, da spricht schon eine klare Cancel-Haltung raus aus ihren Äußerungen. Weil man könnte ja auch einfach mal eine Meinungsverschiedenheit als solche stehen lassen. Aber aus ihr spricht so die Einstellung, man müsste das alles bekämpfen. Also man könnte ja sagen, es gab ja diesen Vortrag von Andreas Edmüller, ich glaube, da kommen wir nachher auch nochmal kurz drauf, und der hat sich geäußert, unter anderem zu dieser Maori Science in Anführungszeichen, in der Bestrebung Mataranga Maori heißt das, so eine indigenes Wissenssystem gleichberechtigt mit Wissenschaften in den Unterricht einzuführen. Und sie sagt hier, Florian Aigner hätte da wahnsinnig recherchiert. Also glaube nicht, dass er wahnsinnig recherchiert hat, sonst wäre er zum Ergebnis gekommen, zum richtigen ist er aber nicht. Zumal aber auch da, also ich versuche ja immer noch so eine, wenn ich jetzt gar nicht Richter spielen müsste, ne? Ich würde dann ja immer noch die Frage stellen, also sagen wir mal, Florian Aigner hat viel recherchiert, meinetwegen, ja. Aber Herr Edmüller hat ja auch viel recherchiert, sehr viel recherchiert zu dem Thema. Und sie kommen anscheinend zu unterschiedlichen Ergebnissen. So. Mhm. Und was Hanna, heißt sie, glaube ich, ja sagt, ist, ja, ich habe jetzt keine Lust mehr dagegen zu argumentieren, weil der eine hat es doch rausgefunden. Ja, aber anscheinend, also ich weiß nicht, also wir haben mehrere Möglichkeiten. Entweder wir recherchieren weiter und am Ende kommen wir zu einem geschlossenen Ergebnis und alle sagen, okay, ich glaube, so ist es. Aber wenn der wenn das noch nicht erreicht ist, wenn es noch mehrere Standpunkte gibt, ihr dann, und du dann sagst, ja, aber jetzt habe ich keine Lust mehr zu diskutieren, ja, dann halte ich den Austritt auch für die richtige Entscheidung, weil dann ist man meiner Meinung nach offensichtlich falsch bei der GWUP. Ja, okay, so gesehen, das, ja, da würde ich mitgehen. Ansonsten würde ich aber doch sagen, ja, wenn sich jemand mit Mataranga Maori beschäftigen möchte und zu dem Schluss kommt, dann soll er das doch machen, solange er auf dem Boden der Tatsachen bleibt. Mhm. Und man kann ja möglicherweise auch die Tatsachen unterschiedlich deuten. Ich finde, dass das an der Stelle schwerfällt. Und aber interessant war ja, dass dieser Vortrag bekämpft wurde, bevor man überhaupt wusste, was da gesagt werden würde. Ja. Nämlich aus ideologischen Gründen. Und nachdem dann gesagt wurde, was gesagt wurde und das Ganze auch als Vortrag im Netz stand, hat man dann Argumente an den Haaren herbeigezogen, warum das alles Quatsch war. Nämlich unter anderem, dass doch niemand überhaupt gewollt hätte, dass das in den Unterricht kommt. Und Florian Aigner, der da so akribisch recherchiert hat und das nicht rausgefunden hat, war ja auch, muss man sagen, also hat in der Debatte gelogen. Denn er wurde gefragt, ob er denn Andreas Edmüller selber mal angeschrieben hätte und nach Belegen gefragt hätte. Und da hätte Andreas Edmüller, ja, das hätte er getan. Und Andreas Edmüller hätte aber nur geantwortet, ja, google doch selbst. So könnte man einfach googeln. Und dann habe ich Andreas Edmüller auch mal gefragt und er hat gesagt, ja, ich habe ihm geschrieben, das könnte man leicht googeln, die Belege, aber er hat ihm dann eine Latte an Belegen geschrieben, also eine riesen E-Mail, das ist inzwischen auch auf dem Blog von Andreas Edmüller nachzulesen. Ja, ich habe das auch gesehen. Also das war dann, das ist dann auch wieder so, wo man sich denkt, das sind ein bisschen komische Methoden. Also zu sagen einfach nur, ich habe nach Belegen gefragt und habe keine bekommen und nur google doch selber. Und dann sieht man nachher mal die Mail und dann denkt man sich, also das stand da nicht. Und daraufhin hat er halt behauptet, ja, die Belege seien aber überhaupt nicht ausreichend. Ja. Was relativer Quatsch ist. Und dann geht da die Debatte aber immer so, ja, lass uns doch mal privat irgendwie quatschen. Das würde ich aber nicht machen, weil der Teil der Debatte war öffentlich und das Ergebnis der Debatte, finde ich, sollte auch öffentlich sein. Und Ulrich Berger aus dem Wissenschaftsrat hat das richtig gemacht. Der hat auf Twitter, ich glaube, haben wir das auch als Bild, ja, ne? Mhm. Kannst du das mal kurz einblenden? Ja, habe ich. Getwittert, sag mal, würde es denn eigentlich als Beleg zählen, wenn das schon in einem Wissenschaftsschulbuch stand? Und da ist der Ausschnitt daraus. Und dann hast du noch das nächste Bild dazu.
Also das ist, wie gesagt, das ist der Ausschnitt, ja, the best way to understand, das ist ja, halt, also dann hat er gefragt, würde das als Beleg zählen, und der nächste ist dann Florian Aigner, und dann schreibt Florian, ja, wenn das in einem Schulbuch ohne passende Kontextualisierung steht, ist das problematisch. Erstmal zeigt mir jemand etwas, was tatsächlich eine ordentliche Diskussion anstoßen könnte. Woher kommt das? Ist das ein historischer Einschub oder wird das als Fakt präsentiert? So, dann haben wir weiter, Ulrich Berger antwortet. Die ganze Seite ist unter Why Evolution is True zu finden. Sie war in der damals neuen Auflage des Schulbuchs enthalten, wurde aber inzwischen offenbar wieder entfernt. Und ich glaube, wir haben beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen. Es gab mehrere Vorstöße, Mataranga Mauri auch ins Science Curriculum aufzunehmen. Und da gab es entsprechende Entwürfe, und auch diese Entwürfe haben Florian als Beweis nicht ausgereicht, das ist ja überhaupt nicht offiziell geworden. Aber wenn man weiß, wie Curricula entstehen, dann muss es schon mächtige, gewichtige Fürsprecher geben, damit so ein Entwurf entsteht, und dass das Ganze nicht der offizielle Entwurf geworden ist, lag halt daran, dass die Wissenschaftscommunity und die Skeptiker auch in Neuseeland da hart opponiert haben. Überhaupt. Das ist schon Andreas gut, ne? Ja, voll. Das ist ein bisschen ironisch. Also da passiert was in Neuseeland. Da passiert etwas, was man, ich hatte das in meiner Sendung auch, was man als unwissenschaftlich bezeichnen könnte. Ja? Mhm. Das ist halt nun mal, folgt nicht der universell geltenden Wissenschaftsdefinition. Das war ja auch ganz lustig, in meiner Sendung hatte ich das ja, wo dann auch ChatGPT sich schon so weigerte, von allgemeiner Wissenschaftlichkeit zu sprechen. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja, und dann hieß es immer westliche Wissenschaft, und dann merkst du auch schon, da fließt ja schon was mit ein, und das erklärt ja auch. Also ist ja klar bei ChatGPT, es denkt ja selber nicht. Es analysiert einfach die Texte, die weltweit verfügbar sind, und gibt eine Antwort, die wahrscheinlichste ist, dass diese Worte hintereinander Sinn ergeben. Ne? Es versteht kein bisschen, was da wirklich steht. Und das deswegen ist eigentlich bei so ChatGPT auch mal ganz interessant. Du kannst damit sogar so schon gewisse Entwicklungen fast schon abfragen. Weil du stellst eine Frage, und aufgrund dessen, wie die Antwort ausfällt, weißt du, wie im Allgemeinen schon die Texte eigentlich sind, die zur Analyse standen. Ja. Das ist nämlich ganz, ganz spannend. Also viele machen ja den Fehler zu sagen, oh, das kann denken, das ist intelligent. Befragen wir doch mal das große Orakel. Nein, es ist im Prinzip wie so eine Metastudie aus allen Texten, die es so gibt. Genau, und das finde ich jetzt ganz interessant. Und kulturelles Training ist ja auch noch drin, ne? Also da werden ja noch Klickarbeiter, also es wird ja schon dann auch auf eine politisch korrekte Linie getrimmt, weil man will ja möglichst wenig Konflikte generieren, weil die Leute sollen bezahlen dafür. Ja, also das ist ja eh so die spannende Frage noch bei dieser ganzen KI-Entwicklung und so. Ich merke das, ich benutze gerade viel auch so Bildgeneratoren für, und das ist eigentlich komplett restriktiv. Müssen die auch irgendwo sein? Weil man kann sich vorstellen, wenn alle Bilder der Welt irgendwie gescannt werden, und daraus man sich alle möglichen Bilder generieren lassen kann, dann kann man sich theoretisch auch sehr schlimme Bilder, ich muss jetzt nicht sagen, was, kann sich jeder denken, und das muss natürlich irgendwo verhindert werden, ja, also irgendwelche Gewaltfantasien mit KI-Bildgeneratoren sind vielleicht nicht das, was wir irgendwie wollen, also irgendwie muss man regulieren. Nur die Frage, die spannende Frage wieder, wo, wie stark, wer? Also macht das eine Regierung, macht das ein Unternehmen? Jeder hat seine eigenen Interessen. Furchtbar komplexes, kompliziertes Thema. Aber gesagt, gar nicht unseres heute. Nicht unseres, ja. Einfach nur, aber finde ich auch grundsätzlich ein spannendes Thema, ja. Ja, voll. Würde gerne noch eine Bemerkung dazu loslassen. Also ich habe ja gerade gesagt, ich erkenne da die Cancel-Haltung. Und was ich halt nicht verstehe, ist, warum geht man nicht in einen vernünftigen Diskurs? Eigentlich dieses Beispiel Mataranga Mauri in Neuseeland hat der Andreas Edmüller gewählt, weil er sich gedacht hat, naja, das ist weit weg, das wird wohl unkontrovers sein, wenn nicht das Thema Woke, wo man ja ganz andere Beispiele auch finden könnte, die viel kontroverser werden, wenn ich das daran aufhänge, dann kann ich es deutlich machen. Aber es ging da jetzt nur noch darum,
ihn zu bekämpfen, die Inhalte zu bekämpfen, anstatt in einen vernünftigen Diskurs einzutreten. Und ich würde sagen, wenn einen das ärgert und man möchte sich damit nicht beschäftigen, dann lass es halt links liegen oder diskutier vernünftig. Das ist halt auch interessant. Also eigentlich hat der Andreas Edmüller es ja schlau gemacht. Also hat gesagt, okay, ich brauche ein Beispiel, wo man es versteht, was aber eigentlich von uns, also weiter als Neuseeland geht fast nicht, ja, was so weit weg ist, dass es uns eben nicht in diese Situation so bringt. Emotional packt. Ja. Genau, weil bei anderen Themen wüssten wir ganz genau, also wenn wir jetzt irgendwas nehmen würden, wo die Deutschen natürlich hochempfindlich sind, völlig zu Recht, irgendwie Zweiter Weltkrieg oder so, Nazi-Vergangenheit, da ist schwer, irgendein Beispiel zu nehmen, weil dann natürlich die Leute zu Recht sofort das alles im Blick haben. Aber bei Maori und so weiter, da könnte man ja sagen, da hat man eigentlich eine sehr gute Chance, aus einer sachlichen Distanz das Ganze zu betrachten. Und das fand ich auch so super ironisch, weil im Grunde, also Andreas Edmüller wollte ja das Woke-Phänomen dahinter beschreiben. Und was ist passiert? Er hat das Woke-Phänomen dadurch provoziert. Also man hat im Grunde, ich weiß gar nicht, also eigentlich freut es mich ja sogar ein Stück weit, wenn es nicht so traurig wäre. Aber im Grunde hat er ja sogar noch krasser bewiesen, dass das Problem mittlerweile bei uns vorhanden ist. Also ich dachte ja erst so, du machst einen Vortrag und warnst vielleicht vor einer Entwicklung, die auch zu uns rüberschwappen könnte. Und was er bewiesen hat, war viel krasser. Er hat bewiesen, nein, das Problem ist schon da und es ist sogar schon in diesem Verein eingesickert. Und das sehe ich mittlerweile in mehreren Vereinen. Ich kriege ja auch viele Zusendungen und so. Also viele Menschen haben das Problem, dass sich diese Gedanken oder diese Cancel-Haltung, dieses sofort, also diese ganzen Strukturen, die kennen wir ja alle schon, Kontaktschuld, Ad hominem, Narrative, die angeblich bedient werden und so weiter. Das ist ja kein GWOP-exklusives Problem. Man kann sowieso generell eigentlich sagen, wenn irgendwo ein Problem auftaucht, was so gesellschaftlich, sagen wir mal, in einem Verein auftaucht, man ist selten der einzige Verein auf der Welt, bei dem so ein Problem auftaucht. Das wäre sehr merkwürdig. Dann wäre das ein absolutes, keine Ahnung, Nerd-Phänomen. So. Aber deswegen war ganz spannend, das mal zu sehen, dass er das da sehr gut bewiesen hat. Gibt es da noch was zu so? Nee, ich glaube, wir können mal weiter, sonst sitzen wir morgen noch hier. Ja. Muss ja alles anständig. Ja, gut, Dinge will Weile haben. Genau. So, wir hören mal rein, was. Ein bisschen angegriffen haben, weil es darum ging, mir die. Das Wissen quasi im biologischen Kontext oder generell über Biologie abzusprechen, wo ich wirklich tagelang, ewig lange Nachrichten getippt habe, um den Leuten im skeptischen Netzwerk damals zu erklären, warum das meine Sicht ist und meine auch wissenschaftlich fundierte Sicht ist, die ich eben begründen kann, die ich wieder hinterlegen kann mit Fakten. Und da bin ich sehr schnell darauf gestoßen, dass es eben Widerwillen gibt, einfach solche Sachen sinnvoll zu besprechen. Es wurde sich nämlich in dem Fall auf Dogmen zurückgezogen, wo gesagt wurde, das war aber immer schon so und das wird auch so sein und das haben wir ja alle so gelernt und wir, die Nicht-Biologen sind, wissen es besser als du. Das waren Sachen, die dann am Anfang von mir noch wirklich intensiv betrieben wurden und irgendwann hatte ich auch keine Lust mehr drauf und habe dann auch gesagt, muss ich mich jetzt ein bisschen raushalten und die Diskussion lief aber ohne mich weiter. So, wir müssen vielleicht mal ein bisschen, es ist ein bisschen kryptisch, man fragt sich ein wenig, worum geht's überhaupt? Kannst du das vielleicht irgendwie? Im nächsten Clip wird man noch ein bisschen mehr Kontext dazu bekommen, aber unabhängig davon, worum es geht, erkennt man hier einen Fehlschluss, also nämlich ein Expertenargument. Also er hat lange im skeptischen Netzwerk geschrieben und offensichtlich hat er da nicht überzeugt damit. Also er sagt, da haben die Leute gesagt, also wir, die wir nicht Biologen sind, wissen es besser als die Experten, also als er als Biologe. Und das ist eigentlich eine peinliche Form des Expertenarguments, nämlich sich selbst als Experte zu bezeichnen
und zu sagen, ich muss es ja besser wissen, weil ich ja der Experte bin. Und dann hatte ich da keine Lust mehr dazu. Also wenn es natürlich so ist, dass die anderen einfach ignorant Argumente ignoriert hätten, das war nach meiner Beobachtung aber nicht der Fall, dann hätte er dann einen Punkt. Aber ansonsten finde ich, man bezeichnet sich nicht selbst als Experte, sondern man muss schon sagen, ich hatte die Argumente. Also innerhalb, ich überlege gerade so, also ich finde innerhalb unseres Vereins muss das so sein, weil wir sind halt der, also wenn wir innerhalb des Vereins das gar nicht so machen, dass wir einfach sagen, du musst mich schon überzeugen, sondern wir sind einfach nur so ein Expertengremium, jeder kriegt so sein Ding und das ist dann die Meinung, ja. Das wäre aber ja nicht so richtig der Vereinszweck, glaube ich. Also zumal es hier jetzt auch um Zweigeschlechtlichkeit in der Biologie ging. Und da muss man sagen, ja, da ist er Biologe. Und also grundsätzlich finde ich auch, sollte man auf Fachexpertise auch hören. Also ein Biologe wird normalerweise deutlich tiefer in biologischen Themen drinstecken als jemand, der nicht Biologe ist. Aber es ist ja in der Biologie nach meiner Wahrnehmung kein Thema, das wahnsinnig umstritten ist. Umstritten ist das außerhalb der Biologie. In der Biologie ist man sich sehr einig, dass es zwei Geschlechter gibt. Naja, also ich habe auch, also nachdem ich da recherchiert habe, ich habe mir dann alles Mögliche, ne, in der Pflanzenwelt, in der Tierwelt und so. Und ich habe mir dann Artikel durchgelesen. Also auch so einfach jetzt gar nicht, wo diese Frage diskutiert wird, ne? Weil die wird in der Regel gar nicht diskutiert, sondern ganz kurzer Einschub, hatte jetzt nochmal eine kleine Outdoor-Aktion am Wochenende. Und war nachts im Wald und habe ganz viele Tiere gehört. Ja, und man hört interessante Laute, sehr interessante Laute. Und dann habe ich mal gegoogelt, was höre ich denn da? Weil eins war wirklich wie so ein Schreien. Also erst dachte ich, da wären irgendwelche Jugendlichen, die schreien. Da habe ich herausgefunden, das ist ein männliches Rehbock, was so schreit. Das ist das Balzverhalten des Rehbocks, das schreit ganz merkwürdig. Muss ich dir mal bei Google, bei YouTube zeigen. Du denkst echt, da schreit einer wie bekloppt. Und da ist mir nochmal aufgefallen, also es ging ja gar nicht ums Thema, aber dann wird auch die ganze Zeit der männliche Rehbock, das Weibchen. Mhm. Und überall hast du das, überall. Und jetzt stelle ich mir mal vor, wenn das so gar nicht, also wenn das so total, also dann fällt ja so viel zusammen. Wenn du das so komplett sagen würdest, ja, nee, das mit der Geschlecht, das ist männlich, weiblich. Also jetzt könnte man natürlich sagen, das ist ja nur die Fortpflanzung, aber das ist halt nun mal der Aspekt, der bei männlich, weiblich in der Biologie sozusagen so der Boden ist, auf dem alles eigentlich aufbaut. So, das ganze andere ist ja dann wieder so gesellschaftlich, soziologisch und so weiter. So. Wir können den nächsten Clip uns anschauen. Ja. Wie immer noch in den Raum gestellt, es gäbe biologisch gesehen nur zwei Geschlechter. Und das könnte man so als Postulat einfach nehmen und könnte sagen, das erklärt, warum es auch nur Mann und Frau gibt. Es ist auf allen Ebenen falsch. Erstmal kann man eben, selbst wenn das so wäre in der Biologie, nicht einfach das auf die gesellschaftliche Stellung von Mann und Frau oder von einem dazwischen. Moment, jetzt bin ich gespannt, was er sagt. Warte mal. Stellen. Hä? Aber wer macht das denn? Genau, niemand behauptet das. Das ist doch ein klassischer Strohmann. Also das ist doch jetzt, du nimmst das und sagst so, ja, aber das ist der Punkt, den höre ich mir immer wieder an, dass das dann heißt, ja, aber die nutzen das Argument, wer tut das? Wenn das irgendwer macht, ja, dann sind das halt Spinner, aber mit denen habe ich ja nichts zu tun. Das ist ja nicht mein Argument. Genau. Ja. Okay, wir hören mal weiter. Und zweitens stimmt es auch in der Biologie einfach nicht. Es ist einfach grundsätzlich so, dass die Leute vermutet haben, da hätte jemand versucht, die Biologie, wie sie sie kannten und wie sie sie in der Schule gelernt haben, Wortlaut von jemandem, der mir das vorgeworfen hat, dass ich ja das Schulwissen... Mittelstufe. Dass das Schulwissen quasi widerlegen würde. Und ich dem einfach erklären musste, nein, ich stelle hier dar, wie das eben in der Forschung ist. Und da musst du leider akzeptieren, dass das keine
herangezogene ideologische Einstellung ist, dass ich diese Meinung habe oder beziehungsweise auch diese Tatsachen und Ergebnisse vertrete, sondern das ist in dem Fall Wissenschaft. Und da haben Leute, die sich eigentlich der Verteidigung von Wissenschaft auch ein bisschen verschworen haben, als Mitglieder der GWUP, genau das Gegenteil gemacht und quasi gesagt, dass ihre Vorstellung damit nicht übereinstimmt, was ich sage als Wissenschaftler, was aus der Wissenschaft kommt. Und ja, das war so ein Punkt, wo es halt einfach kein Thema für die GWUP ist und dass jemand gesagt hat, der das beurteilen kann, ob das eben Gefahr läuft, parawissenschaftlich zu werden. Wenn jemand sagt, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt in der Biologie. Und tja. Was ich bis heute nicht verstehe, also er stellt sich jetzt dahin und sagt, ich bin Wissenschaftler, ich kenne mich aus und in der Wissenschaft ist das jetzt Stand der Dinge. Wieso finde ich das nirgends? Das verstehe ich dann nicht. Also, das ist eine steile These für einen Biologen, würde ich mal sagen. Es gibt mehr als zwei Geschlechter und ich kenne genug Biologen. Also er sagt ja ganz klar auch biologisch, also anfangs war es noch irgendwie das Strohmann-Argument, so ja, dann versucht man das auf soziale und Geschlechterrollen und so, da gehe ich ja noch mit. Das hat erstmal nichts miteinander zu tun, das ist wie wir Menschen, dass unsere unser Zusammenleben gestalten, ja, das ist was ganz anderes. Aber dann geht er ja doch noch wirklich den Schritt und sagt, biologisch ist alles falsch. Ich habe bisher, mir konnte das niemand zeigen. Niemand. Ja, also es gibt auch Leute, auch Biologen, Biologinnen, auch professorale Häupter, wenn man schon aufs Expertenargument möchte, die genau das Gegenteil sagen. Mit denen werde ich auch nochmal gesondert sprechen und dann können wir das vielleicht mal klarstellen. Interessant finde ich aber, dass es dann heißt, das ist kein Thema für die GWUP, da wird die selber pseudowissenschaftlich. Und dann finde ich, nee, gerade das ist doch ein Thema. Ja, GWUP. Absolut. Das wäre eigentlich, das ist ein Paradethema für die GWUP, weil anscheinend ist es ein hochbrisantes Thema. Es ist anscheinend, wenn ich ihm jetzt glaube, super schwer zu beantworten. Also er sagt so, ich habe noch nichts Gegenteiliges gesehen. Mir konnte bisher noch nie einer das dritte Geschlecht benennen oder das vierte oder das fünfte oder irgendwie. Ich finde dazu nichts, rein gar nichts, wirklich gar nichts. Und das wäre ideal, dann bildet eine Experten-Taskforce bei der GWUP, findet das jetzt mal endlich heraus. Weil das wäre doch spannend. Also weil ich stelle mich da überhaupt nicht gegen. Ne? Also wenn man mir jetzt erklärt, alle biologischen Erkenntnisse, die wir da über die Jahrhunderte und Jahrtausende gesammelt haben, die müssen wir überarbeiten. Ja, dann ist das so. Ich bin der Letzte, der da Nein sagt. In seinem langen Tweet zu dem Edmüller-Vortrag hat Holm ja selber auch geschrieben, also so Parolen wie, es gibt nur zwei Geschlechter, die sollten wir lassen. Und das ist genau die Herangehensweise, canceln, also die eigene, die von einem selbst favorisierte Pseudowissenschaft, die soll nicht kritisiert werden. Also da sollen wir besser gar nicht drüber sprechen, denn das stimmt auch in der Biologie, nur für bestimmte Fragestellungen, hat er geschrieben, und da ist es trivial. Hatten wir ja beim letzten Mal, glaube ich, auch, dass er sagt, das ist eine Trivialaussage. Oder auch bei Mataranga Maori, da heißt es ja, ist jetzt nicht zielführend, hier von hier aus Pool-Diskussionen in Neuseeland zu führen, was völlig an der Sache vorbeigeht. Nee, da wird Wissenschaft angegriffen und es ist Aufgabe der GWUP, sich drum zu kümmern. Und da gibt es keine Kilometergrenze und da gibt es keine Denkverbote. Wenn der Vorwurf im Raum steht, da wird Pseudowissenschaft betrieben, dann finde ich, ist es Aufgabe der GWUP, sich das anzugucken. Ja, und hier stelle ich halt auch immer wieder fest, es ist immer das gleiche Vorgehen. Ne? Das ist so, du hast ein Thema, was anscheinend gesellschaftlich höchst brisant ist, und dann hinten brennt das Haus und vorne steht der hier von Nackte Kanone und sagt, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen, hier gibt es gar nichts zu sehen, gehen Sie einfach weiter, und hinten es brennt die Hütte und irgendwie alle wollen jetzt mal wissen, was los ist. Schon ein bisschen merkwürdig. Also eigentlich perfektes Thema.
So, Experten rausholen, Argumente aufschreiben, gut, sauber arbeiten, da genau in die gesellschaftlich hitzige, aber das hatte ich schon im letzten Video gesagt, genau da in die Themen rein und gucken, ob man ein bisschen Ordnung stiften kann, anstatt zu sagen so die ganze Zeit, nee, Finger weg, hier gibt's nichts zu holen. Komisch. So, gucken wir uns den nächsten Clip an. Yep. Kurzes Ja oder Nein von euch allen, dann gehen wir aber auch inhaltlich mal drauf. Sollte sich die GWUP mit woken Themen beschäftigen? Einfach nur Ja oder Nein. Rebecca. Ganz klares Jein. Also Jein, tendenziell eher Nein, ja. Aber da können wir ja noch differenzieren. Tendenziell eher Nein. Hanna? Ich schließe mich Becky an. Ich kann das auch nicht klar mit Ja, Nein beantworten. Fabian? Mit dem, was von den Leuten als woke bezeichnet wird, nein. Da kommt ein Aber. Jetzt will ich, das muss ich das Aber hören. Aber? Es gibt natürlich überall Leute, die Blödsinn machen, aber ich finde halt die Bezeichnung woke generell schwierig, wenn es um wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, wo man sagt, man kann untersuchen, ob es wissenschaftlich ist oder nicht, und das wirklich eine Fragestellung ist und nicht eine Sache, wo eben eine bestimmte Meinung vertreten werden soll, dann ja, aber nicht die Dinge, die eben uns auch vorgeworfen werden, die wir angeblich ideologisch vertreten würden. Weil das sind erstmal nicht die Dinge, die wir vertreten. Deswegen kann man sie gar nicht angreifen. Und man soll einfach aufhören, dann sie uns auch zuzusprechen. Und wenn man eben Analyse macht von Dingen, sollte man eben auch gucken, dass man das wissenschaftlich tut. Und da gab es in der Zeit auch einige Verwerfungen, auch in jüngster Zeit. Also irgendwie ist das immer alles ganz kryptisch. Ich verstehe nicht so hundertprozentig. Also man soll sich damit nicht beschäftigen. Warum? Also die Antwort hat ja jetzt irgendwie keiner gegeben. Das habe ich nicht verstanden. Also Jein war ja jetzt so, okay, Jein würde ich auch sagen. Ich finde die Frage jetzt auch nicht optimal, muss ich gestehen. Also was soll das heißen? Soll man sich mit Woke-Themen beschäftigen? Ja, keine Ahnung. Wenn es eine gewisse Relevanz hat und es unwissenschaftlich, also es irgendwie die Frage, zumindest erstmal, es reicht ja schon mal die Frage aufkommt, basiert etwas, was jetzt gesellschaftlich passiert, propagiert wird, auf unwissenschaftlichen Methoden oder Erkenntnissen, dann ist das natürlich ein GWUP-Thema, weil das ist ja letztlich das, so kommt doch das Homöopathie-Thema überhaupt erst auf. Homöopathie hatte einen riesen Boom, es haben richtig viele Leute dann so, das fängt ja viel an über Mundpropaganda und dann so, ah, voll gut, hier ganzheitlich mega und dann Kügelchen, ich weiß das noch, ne, vor 10, 15 Jahren oder so hatte ich das Gefühl, war das so ein neues Ding und jeder kam irgendwie um die Ecke und so, ob es krank hier, nimm Arnika oder wie das Zeug heißt, keine Ahnung, Pilzchen irgendwie und dann. Ich habe mal Elternzeit passiert. Gemacht, da auf dem Spielplatz mit meiner Tochter, wenn da das Schäufelchen fiel und ein Tränchen kullerte, musste man sich echt erwehren, dass da nicht sofort Zuckerpillen so, und das Kind reingeschoben werden. Da ist ja was passiert, alle haben, also Gesellschaft hat das adaptiert und dann war es halt notwendig, dass man mal da drauf guckt und man hat festgestellt, also das passiert natürlich eh schon, aber so ein Verein wie die GWUP ist ja eben dann dafür da, dass auch so eine Aussage oder so eine Erkenntnis auch ein bisschen mehr Gewicht zu verleihen. Und man hat dann festgestellt, okay, da ist irgendwie mehr als der Placebo-Effekt, ist es nicht. Ja, so, und das war ja eine wichtige Sache, dass man das mal sagen musste. Und was ist jetzt die man muss das ja wirklich mal auf Long-Term sehen, auf lange Sicht gesehen. Worin ist das jetzt gegipfelt? Ja, dass man es jetzt als Kassenleistung streicht, das ist ein riesiger Erfolg. So. Und ich weiß gar nicht, wovor hat denn, ich glaube Fabian heißt er, Fabian, Hanna, Rebecca, wovor haben die Angst? Das verstehe ich auch nicht. Ich auch nicht. Und das Argument, das ich rausgehört habe, war das, was die Gegenseite da als woke bezeichnet, das vertreten wir ja gar nicht. Aber es geht ja gar nicht darum, deren Meinung zu bekämpfen. Also ja. Mir jedenfalls nicht. Ich würde sogar sagen, wahrscheinlich ist es einigermaßen irrelevant, was Fabian für eine Meinung hat oder vielleicht auch, was ich für eine Meinung habe oder du. Aber ja, es gibt ja sehr einflussreiche Leute, die woke Meinungen vertreten und vertreten, wie Robin DiAngelo oder Ibram X. Kendi oder so, die da sehr stark
auch mit in den wissenschaftlichen Bereich reinwirken und wo es den berechtigten Vorwurf gibt, dass die dafür sorgen, dass die die Wissenschaft von innen heraus kaputt machen. Und dass es dafür gute Anhaltspunkte gibt, hatten ja zum Beispiel Nikhil oder Martin Mahner jeweils in der MIZ, so eine Zeitschrift, schon dargelegt. Darum müssen wir uns kümmern und wir können uns nicht immer nur um die Debatten kümmern, die schon lange entschieden sind, weil dann brauchst du den Verein wirklich nicht. Genau, und wie gesagt, nochmal dieses, man merkt doch schon, also er fühlt sich ja sogar schon angesprochen und angegriffen und sagt dann aber, es geht ja gar nicht um mich oder man unterstellt mir das zu sein. Hä, dann sei es nicht oder geht auch gar nicht darauf ein. Das ist doch dann total egal, sondern die Frage, das ist doch eine ganz andere Frage. Also wieso, wie du gerade gesagt hast, wieso beziehen die das eigentlich auf sich? Also, weil ich würde jetzt zum Beispiel, wenn du mir jetzt sagst, ich wüsste kein einziges Thema, wo du mich erwischen könntest, wo ich sagen würde, nein, da will ich jetzt nicht, das will ich nicht angehen. So, weil ich ja immer offen bin, wenn du mir sagst, ey, was sagst du eigentlich dazu? Findest du das wissenschaftlich oder nicht? Oder also die wissenschaftliche Klammer brauchen wir vielleicht schon als GWUP. Aber dann würde ich sagen, wenn man sich damit beschäftigen möchte, so möge man sich damit beschäftigen. Ja, ja, klar. Also klar, natürlich muss, also das ist natürlich die Art der Untersuchung, zu gucken, ob es wissenschaftlich ist. Wir können natürlich auch irgendwie einfach nur Meinungsbilder untersuchen, aber das ist relativ nichtssagend. Aber ich verstehe eben nicht so ganz, wieso man etwas ablehnt, was man angeblich nicht vertritt und auch nicht haben möchte. Man möchte also noch nicht mal untersuchen, ob es unwissenschaftlich ist. Aber man ist ja nicht ideologisch eingefärbt, aber so ganz ergibt das keinen Sinn, ich weiß nicht. Deswegen, ich sage ja, das ist ein bisschen mehr kryptisch. Ich muss mal versuchen zu verstehen, was ihr eigentlich meint. Wir hatten halt im Vorfeld ja auch schon bestimmte Formate kritisiert. Also wir hatten ja in der ersten Runde auch schon kurz dazu gesprochen. Also diese eine Folge von Sinans Woche, wo halt Nikhil da war. Und dann halt eben das Voice of Reasons Format, wo einige Leute inhaltliche Probleme damit hatten. Und da ist auch inhaltliche Kritik gekommen, wo dann behauptet wurde in einem relativ kürzlich gedrehten Sinan-Video, dass er nie inhaltliche Kritik bekommen habe. Was ich persönlich absolut lächerlich finde, weil ich meine, Fabi und Hanna wissen das auch. Es gab zum Beispiel im Februar eine Twitter-Diskussion, die ich mit Nikhil geführt habe, in der Nikhil Sinan getaggt hat, in denen ich ihn Papers geschickt habe und die Timestamps geschickt habe, die sie haben wollten und ihnen alles geliefert habe, was sie haben wollten. Und das Paper, das ich ihm geschickt habe mit der Diskussion dieser Circle Squared-Affäre und warum die problematisch ist, wie sie dargestellt wurde von den beiden, kam als Antwort, kenne ich. Und damit war die Diskussion beendet. Und die Tatsache, dass halt, ich bin vielleicht ein bisschen snarky jetzt, aber die Tatsache, dass jetzt wir drei sitzen und von den anderen Leuten, die ganze Zeit reden, dass sie einen Dialog wollen und die Sachen offen besprechen. Wer ist denn hier? Wer ist denn hier? Ich wurde ausgeladen, das muss ich mal ganz kurz sagen. Ich wäre da gewesen, aber... Ich hatte mich angemeldet, ich konnte tatsächlich nicht an dem Abend, habe ich glaube ich letztes Mal... Und erzählt. Ja, ich hab ja dann mit hier Bartow danach nochmal gequatscht. Mhm. Grundsätzlich bei einer Sache gebe ich ihr recht, also dieses ständig übereinander reden halte ich auch nicht für das Optimum. Und ich rede auch mit allen, das nach wie vor ist das so. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken, was gibt's denn da jetzt inhaltlich zu sagen. Ja. Also die Kritik ist ja, und die geht ja auch in deine Richtung, also generell wollen die immer reden, dann kommen sie aber nicht zu so einem Talk mit Bartow. Ja, leider konnte ich da nicht. Grundsätzlich bin ich da total bereit dazu, auch mit denen zusammen zu reden. Überhaupt kein Problem. Aber so generell, da macht man das öffentlich und dann schickt man alles Mögliche rüber und dann sind die aber gar nicht offen für Kritik, sondern brechen das irgendwie ab. Und ich habe mit Nikhil dazu gesprochen. Ich glaube, Rebecca hat ihren Twitter-Account gelöscht. Deshalb kann man das nicht mehr so hundertprozentig rekonstruieren. Aber Nikhil erinnert sich daran, dass nicht eine Vielzahl von Papers geschickt wurde, sondern ein Paper. Und das fand er
ideologisch und beanstandenswert. Ja? Also auch wenn man mit Homöopathen Twitter-Diskussionen führt, dann schicken die einem Papers. Das ist nicht das Ding. Ich habe mich sehr lange mit Querdenkern beschäftigt. Das ist auch irgendwann so der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ja, also selbst das Wissenschaftsargument ist irgendwann schwierig, wenn du dann doch irgendwie immer einen hast, der noch auch nochmal irgendwie eine Studie oder ein Paper hat. Also es wird dann irgendwann sehr kompliziert, das stimmt auch, weil du natürlich, du kannst, also das ist dann, wie soll ich das erklären? Die sind ja auch nicht doof. Also jetzt, ich meine jetzt nicht Rebecca, sondern Entschuldigung, Querdenker und so weiter. Die haben ja schon irgendwann auch verstanden, also auch nicht alle Querdenker, muss man alles aufpassen, aber die haben natürlich auch verstanden, wenn man eine bestimmte Ansicht, eine Idee oder so mit etwas, wenn man dem so einen wissenschaftlichen Anstrich gibt, dann sieht es halt immer viel, viel besser aus. So, und dann entsteht natürlich auch ganz viel, das ist immer super mühselig, das natürlich dann auch rauszufinden, was ist jetzt viel wert, was ist wenig wert, also was hat ein Gewicht, was hat eigentlich nur ein Pseudogewicht, sieht nur nach aus und so, also, aber da möchte ich mir jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Wir haben hier was, ich habe hier einen Screenshot. Ja, genau. Soll ich das einfach mal vorlesen? Oder? Ja, zeig doch mal eben. Ach, hast du schon eingeblendet? Ja, genau. Okay. Also da oben steht irgendwie die Hitler-Karte. Ja, genau. Bei Quellenargumenten kann es sich um rhetorische Tricks handeln. Sie werden oft mit der taktischen Absicht, weiter, mehr kann man gerade hier nicht sehen. Traditionsargumente. Das ist Nikils Tweet. Der hatte auf die Hitler-Karte hingewiesen. Okay. Und dann hat sie gesagt, weißt du, Nikil, diese passiv-aggressive Art im Umgang mit berechtigter Kritik ist der Grund, warum die GWOP als Ganzes gerade in die Binsen geht. Muss sowas sein nach deinem unrühmlichen Auftritt bei Sinan im Namen der GWUP, der ABA-Diskussion, der Geschlechterdebatte etc. Und so weiter. Ja. Und offensichtlich versteht sie das Prinzip der Trennung von Argument und Person nicht, wenn sie den Tweet da problematisch fand. Also ich frag mich die ganze Zeit, ob irgendwie die Zuschauer jetzt das Gefühl gerade haben, ja, Sinan, jetzt sag doch mal was dazu. Sag doch mal, die Rebecca hat doch gerade gesagt, sie hätte dir irgendwie einen Stapel an Kritik gegeben und so. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht so ganz, was sie meint. Ich habe Sachen gelesen, ich habe im skeptischen Netzwerk, da gab es, ich weiß nicht, von wem das genau war, ich bin immer ganz schlecht mit Namen, irgendwer hatte da einen längeren Beitrag zu einer The Boys of Reason Folge auch geschrieben und also das war also, dann irgendwie immer so, ja, sehe ich anders. Gut, ja, das genau. Kam, und dann ihr hattet doch diese Pyramide. Ja. Und die Argumente waren alle oder in der weit überwiegenden Zahl immer unten auf der Pyramide. Die waren halt häufig so, du widersprichst mir. Ja, aber du also, ja. Ja, und irgendwie, Rebecca hatte Nikil vorgeworfen, er sei da passiv-aggressiv. Und Nikil hat dann auch geschrieben, sie hätte da irgendwie offenbar die Trennung Person und Argument nicht so richtig verstanden. Und dann, ich glaube, du hast dann noch einen, ne? Also dann. Nikils Antwort habe ich da. Ja, Nikil hat ein Beispiel bekommen und das hatte ihn nicht überzeugt und er bittet um mehr und er ist da, ne? Okay, also, aber hier dann. Würde hier mich würde ich freuen. Jetzt, ja. Danke schon mal für deine Mühe. Also okay, aber hier muss ich Rebecca recht geben. Das hier ist der passiv-aggressivste Smiley, den es gibt. Mit Abstand. Das ist der Psycho-Smiley. Der lacht, aber die Augen, die lachen nicht. Jetzt, das ist der Psycho-Smiley. Nikil, den darf man nicht verwenden. Das ist eine Mikroaggression? Das ist eine Makroaggression. Das ist eine Kampfansage. Nein, aha. Also ich finde jedenfalls, das darzustellen, als würde da das Gespräch abgebrochen. Das ist der Vorwurf da in dem Video. Das würde ich sagen, gibt es nicht her, wenn ich da so lese. Ja, würde mich freuen. Danke schon mal für deine Mühe und so, wenn du da noch mehr Belege bringst. Ich glaube, da kommt dann noch eins. Ich glaube, da kommt noch eins. Aber ich versuche gerade immer noch so ein bisschen, ich versuche zu überlegen. Also, weißt du, was manchmal mein Problem so ein bisschen ist bei dieser
Bei so jetzt auch dieser Rekapitulierung, ja, ich weiß jetzt auch irgendwie überhaupt nicht mehr alles, was da im Detail dann gesagt wurde. Mir hilft es immer ganz viel, mir hilft es immer sehr, wenn man, mach es konkret, mach es ganz konkret, mach es, reduziere es auf einen Punkt, sag mir, ne, also das ist ja dann wieder bei der Pyramide oder so, widerlege meinen Punkt, komm nicht mit irgendwie so, ja, aber da habt ihr euch so ausgedrückt oder da habt ihr am falschen Moment irgendwie das vielleicht weggelächelt und das wirkte so, als würdet ihr jetzt Geisteswissenschaften so herabwürdigen und so. Das sind alles so Punkte. Ja, in der Summe wahrscheinlich immer so ein bisschen, wo man so sagt, ja, ja, klar, muss man, vielleicht wirkt es auch dann so ein bisschen arrogant, sitzen da und lächeln dann über so eine Studie und so, das mag ja alles stimmen, aber eine harte Kritik, die muss wirklich so sein. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe letztens mit Imp ein Gespräch geführt. Da haben wir über Ernährung gesprochen und da habe ich dann etwas über Vitamin B12 gesagt. Ja, gehe ich jetzt gar nicht ins Detail da ein, sondern da hat mir dann jemand geschrieben: Hey, pass mal auf, was du da gesagt hast, war falsch. Es war falsch, hat mir erklärt, warum es falsch ist, hat mir die Studien geschickt, ich habe mir das angeguckt, hab dann selber unter das Video kommentiert, Achtung, bei der Minute, wir haben da was Falsches gesagt, hier könnt ihr nachlesen, das ist richtig. Das war super konkret, das war so zum Anpacken. Ich hatte eine Aussage gemacht, die war falsch, so ist sie richtig. Ja? Und das ist so ein bisschen das, wo ich sage, nee, da muss ich dann Rebecca auch widersprechen. Diese Art der Kritik gab es nicht, ja. Und alles darunter ist halt immer so, da können wir über Jahrzehnte noch diskutieren. War das dann notwendig, das so zu formulieren und so weiter? Und dann sage ich, ja, aber das ändert halt im Kern nicht viel, bis gar nichts. Und wir können jetzt Ihre Tweets dazu nicht mehr sehen, aber wenn du mal das nächste machst, genau, danke Rebecca, da kenne ich, also da hat sie das Paper geschickt, das kenne ich, über das Paper und einige weitere Kritikpunkte an der Hoax können wir gerne sprechen, freue mich auf deine Anregung. Ist das eigentlich auch passiv-aggressiv da, der Nee, der Betende geht, der ist okay. Die Handflächen nicht offen zum Schlag. Genau, die sind nicht so, sondern halt so, ne, ist auch nah am Herzen, das ist okay. Nee, aber Spaß beiseite, ich weiß auch noch, dass wir über die diese Grievance Studies, dass die natürlich auch Kritikpunkte hatten. Ne? Mhm. Das ist klar. Also die wollten ja eben mit diesen Studies so zeigen, dass man diesen wissenschaftlichen Prozess da so ein bisschen veräppeln kann, erfolgreich. Und man konnte da ein bisschen was auch dran kritisieren, aber das kannst du halt immer. Ne? Du kannst immer irgendwie sagen am Ende, ja, war aber auch sehr forciert oder die haben, weiß ich nicht, noch ein bisschen getrickst oder irgendwas. Aber dann wären wir wieder bei der Pyramide. Ändert das denn etwas großartig an der Kritik dessen, also was im Prinzip diese Grievance Studies belegt haben? Nein, tun sie nicht. Sie haben eine Schwachstelle offenbart. Mhm. Wie groß diese Schwachstelle ist, darüber können wir reden. Wie man das angehen kann, darüber kann man reden. Ob das alles Quatsch ist oder nur manches Quatsch ist, ob man es im Detail verbessern muss, ob man viel, das sind ja alles Sachen, die kommen danach. Aber es hat ja offenbar eine Schwachstelle dargelegt. So. Genau, und das drückst du mit dem nächsten Screenshot aus. Ach so. So, guck mal, jetzt kann ich mich schon selber zitieren. Falls wir inhaltliche Fehler gemacht haben, gerne immer raus damit. Grundsätzlich ging es uns darum, anhand der Grievance Studies Affäre zu zeigen, dass es in bestimmten Disziplinen Probleme bei der Einhaltung wissenschaftlicher Standards gibt, häufig eben bei Critical X Studies. So, ja, jetzt, was soll ich noch großartig mehr sagen? Das war die Idee dahinter. Ich glaube, der Vorwurf, ihr hättet da irgendwie das Gespräch abgebrochen und man hätte also umfangreich versucht, euch Belege zu liefern und ihr hättet das einfach nicht zur Kenntnis nehmen wollen, das ist, glaube ich, hinreichend widerlegt damit. Ja, und auch da wieder, das habe ich auch damals nicht so ganz verstanden. Heute hätte ich eine Antwort darauf, eine Theorie zumindest. Also ich habe nicht ganz verstanden, warum das gleich in so eine feindselige Stimmung gekippt ist. Mhm. Weil wenn man sich das, meine Videos sind ja noch alle da, also du kannst dir das angucken. Nikhil und ich sitzen da und machen ein
entspanntes Gespräch. Wir sitzen da nicht und weiß nicht, wie die letzten Rechtspopulisten und warnen irgendwie vor der großen Veränderung durch irgendwen, sondern wir haben gesagt, es gibt da sowas und das ist interessant und da passiert etwas. Ja. Und man kann sich mal Gedanken drüber machen. Und wir wären super dankbar gewesen, also ich zumindest, wenn man da nochmal mit uns natürlich ins Gespräch gegangen wäre. Aber es hat direkt so eine, ich weiß nicht, dadurch, dass wir das angesprochen haben, haben wir uns, das fand ich total spannend, haben wir uns anscheinend so als, für bestimmte Menschen als Feind geoutet. Und das habe ich nie verstanden. Warum? Also, Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe eure Videos immer sehr harmlos empfunden. Ja, also wenn das schon nicht mehr geht. Wenn das schon nicht mehr geht, dann wären wir wieder bei Herrn Edmüller. Dann könnte man sagen, ist das irgendein Phänomen? Ich weiß nicht, wie man es nennen könnte. Aber es wirkt wie so ein merkwürdiges Phänomen. Also das ist halt etwas, wo ich mein ganzes Leben lang eigentlich schon immer gemerkt habe, wenn man Menschen sehr leicht, also wirklich niederschwellig triggern kann, dann liegt das nicht unbedingt daran, dass man der krasseste Triggerer oder Provokateur ist, sondern dann liegt das vielleicht auch an den Menschen, die da sehr empfindlich bei etwas sind, weil sie es schon als starken Angriff empfinden. Also da werde ich immer skeptisch. Also das ist ja so ein bisschen auch der Grund, warum ich immer der Meinung bin, Humor muss drin sein. Weil wer schon leichten Humor nicht mehr verträgt, da wird der Fini skeptisch. So, nächster Clip. Ja. Ich bin mir relativ sicher, dass es auf eine gewisse Art auf das hinausgelaufen wäre, bei dem wir jetzt sind. Weil ich glaube, dass einfach manche Akteure in dieser ganzen Debatte nicht von vornherein eigentlich nicht wirklich das Ziel hatten, irgendwie gemeinsam zu einer Lösung zu kommen, was uns kurz nach der Wahl noch nicht klar war. Das hat Holm ja auch letztens erzählt gehabt, dass man eben durchaus versucht hat, aufeinander zuzugehen und dass irgendwie der Vorstand sich vertragen wollte und es aber einige Leute gibt, die einfach sehr radikal und sehr aggressiv anti sind und auch überhaupt nicht bereit sind, Dinge so zu kommunizieren, erstens, wie sie tatsächlich passiert sind und zweitens eben auch überhaupt nicht gesprächsbereit sind, sondern von vornherein entschieden haben, dass was dieser neue Vorstand unter Holm halt machen möchte, ja jetzt schon woke sein wird. Und dass das halt letztlich eigentlich gar nicht passiert ist und dass eigentlich niemand aus dem Woken-Lager wirklich sich selbst jeweils als woke bezeichnet hat und das auch eigentlich nie überhaupt vertreten hat. Also alle Diskussionen, die wir bisher geführt haben, waren eigentlich nur Erklärungen, warum die Beispiele, die sie uns an den Kopf werfen, eigentlich gar nicht so stimmen und niemand verteidigt Wokeness, was immer das auch sein mag. An der Stelle einmal Gruß raus an Hanna. Sie wollte nach irgendwie, als ich bei Bato im Talk war, hatte sie noch gesagt, sie wollte sich mal bei mir melden. Hat sie nie gemacht. Bei Twitter oder so wollte sie einfach mal schreiben. Sie wollte mit mir mal ein privates Gespräch machen, off-camera. So, ich habe gesagt, liebend gerne. Angebot steht immer noch. Also, wenn man mit mir quatschen will, ich nehme nichts auf oder so. Ich bin mir relativ. Entschuldigung. Immer gerne. Aber jetzt zu dem Clip. Niemand verteidigt Wokeness. Hattest du auch den Eindruck bei den Boys of Reason, dass da niemand im Kampfmodus unterwegs ist? Also wenn das niemand verteidigt und wenn alle entspannt sind, dann frag ich mich, warum das Lager regelmäßig ausflippt, wenn die Sprache drauf kommt. Warum Stefan Kirsch, der den Gwupp-Account, Twitter-Account oder der unter seinem Account für die Gwupp getwittert hat, warum der aus dem Verein geworfen werden sollte, weil er einen Tweet erstellt hat, in dem das Wort woke vorkommt. Also wieso sagt Holm so, man solle den Begriff nicht mehr benutzen und er würde neurechte Narrative bedienen, wenn keiner den Begriff verteidigt? Das ist Und also ich jedenfalls im Vorstand, also ne, das heißt ja, eigentlich wollten die ja gerne ganz, ganz lieb weitermachen, aber die andere Seite möchte das ja nicht. Nee, ich möchte total gerne gut zusammenarbeiten und mein Problem mit Holm ist gar nicht, dass der da
eine wahnsinns-woke Agenda durchdrückt, sondern dass er Kritik an Wokeness unterbindet. Also er unterbindet Sachen. Man wird ständig für Engagement, bekommt man eins auf den Deckel und bekommt eins zwischen die Beine. Ihr macht coole Videos mit den Boys of Reason und wenn das Leuten nicht gefällt, ja gut, könnt ihr ja andere Videos gucken, aber stattdessen werdet ihr bekämpft dafür. Holm selber macht im GWOP-Kontext praktisch, also ganz wenig. Er hält Vorträge, die haben einen skeptischen Anteil, aber die hält er bei Veranstaltungen, die keine GWOP-Veranstaltungen sind. Und er sitzt in Videos, die keine GWOP-Formate sind, wo unsere Seite ja sagen würde, ja lass uns doch überall gerne sagen, wir sind von der GWOP und wir gehen in alle möglichen Formate rein und machen da Werbung. Und das könnte die Seite ja genauso machen. Ja, ja. Genau. Also, das auch mit einer Woken-Agenda könnten die das machen. Hätten wir doch gar nichts dagegen. Natürlich, sollen natürlich nicht. Also wenn du es schaffst, intersektional zu argumentieren und das auch noch logischen Schlüssen folgt, dann bin ich der größte Fan davon, weil, das kann ich ganz gut erklären, weil ich überall sehe, dass die Leute das falsch anwenden. Ja? Also es wäre sehr, sehr notwendig, dass man gerade bei diesem Thema Intersektionalität, also diese ganze Diskriminierung, die zusammenführt und so, also das ist ja nicht alles Schwachsinn. Das Problem ist, was daraus gemacht wird. Das heißt, das wäre sehr gut, wenn da mal ein bisschen jemand aufräumen würde. Ja? Mhm. Ich hatte es, glaube ich, schon mal erwähnt, da gab es bei, ich weiß nicht, welche Veranstaltung das war, einen Vortrag, auch GWOP-Veranstaltung meine ich irgendwie, übers Thema Gendern. Ja? Und das war ein super Vortrag. Es war wirklich, also pro, contra, wissenschaftliche Studienlage, dann aber auch Studien nochmal genauer erläutert, dass eben Studienfragen manchmal auch schwierig, also manchmal ist das Ergebnis zwar, dann denkst du eindeutig, aber du musst dir genau angucken, was war eigentlich die Frage und ist die Frage, die gestellt wurde, eigentlich am Ende auch das, was du wissen wolltest und so. Ja, genau. Super, super Ding. Und das auch beim Thema, keine Ahnung, bei woken Themen, Rassismus, Diskriminierung und so weiter, macht das gerne. Also, genau, also macht alle, aber lasst die Cancel Culture. Und genau, dann ganz einfach. Ja, ja. Also das ist schon irgendwie, es ist so ironisch, weil sie im Clip wirklich sagt, niemand verteidigt das, aber genau das ist ja das, was man kritisiert. Also man sagt, hey, wir müssen aufhören, dann Themen canceln zu wollen. Und dann wird aber genau das gemacht. Ja, bisschen frustrierend, wenn man so irgendwie, jemand sagt etwas und das ist das Gegenteil von dem. Egal. Gegenteiltag kann man mit Wokies, ich möchte die jetzt nicht als Wokies bezeichnen, okay, aber Gegenteiltag kann man da jedenfalls häufiger mal spielen. Woki zieh ich zurück. Niemand hat vor, eine Mauer zu errichten, ja. hatten wir den Clip jetzt schon oder nicht? Moment. Ja, das eben, also es gab ja dieses Tabor-Format, also The Voice of Reason mit Sinan und Nikhil und wie hieß er noch? Matze, danke. und ja, durch die kam dann irgendwann zum Beispiel Cornelius Kurz, der war ja lange kein Mitglied, der kam auch erst kurz vor der MV, glaube ich, dazu oder auf jeden Fall in diesem Dunstkreis. Dann kam Till Randolph-Amelung dazu. Also all diese Leute, die erst kurz vorher eigentlich in den Verein gekommen sind, explizit wegen dieses Wokeness-Themas. Ich glaube, dass die das ganz ehrlich massiv diesen Diskurs vergiftet haben und dass all die Leute davor, mit denen man ja jahrzehntelang zusammengearbeitet hat. Moment, jetzt muss ich direkt erstmal reingrätschen. Wieso denn Diskurs vergiftet? Also, warum jemand eintritt, weiß ich nicht. Gut, Motivationen gibt es verschiedene. Gibt immer irgendwie einen ausschlaggebenden Grund. Ja, das ist ja klar. Also, wenn wir ein Video machen und sagen, wir sind ein Verein, wo wir skeptisches Denken und so fördern wollen, dass daraufhin Leute, die skeptisch denken wollen und das pushen wollen, dem Verein beitreten, ist jetzt ehrlich gesagt keine große Erkenntnis. Das ist das, was dann eben passiert. Wirb für den Verein, wirb für die Idee des Vereins und dann werden Leute beitreten. Aber wieso den Diskurs vergiftet, das habe ich nicht verstanden. Okay, wir hören mal weiter. Auch wenn man sich nicht immer einig war, ich bin mit vielen von denen auch tatsächlich persönlich schon sehr deutlich aneinander geraten und man konnte trotzdem irgendwie in einem Verein existieren. Das war nie ein Problem. Aber seitdem
quasi gewisse einfach, also seit diese Gruppe von Leuten neu dazukam und sich teilweise eben auch viele hinter die geschart haben, ist es eigentlich quasi völlig sinnlos und eigentlich auch einfach, also man hat nicht mehr das Gefühl, dass man an die anderen noch rankommt. Weil teilweise nur noch Argumente und Positionen wiedergegeben werden, die man eben meiner Meinung nach gefühlt zumindest von denen hat. Ich verstehe keinen einzigen Satz. Also ich habe verstanden, du hast hier mit deinen T-Boy-Jungs hast du die Leute gebrainwashed. Okay, ach so. Weil danach konnte man mit denen nicht mehr vernünftig reden. Vorher ging das. Und du bist, du und die anderen, nee, du wirst da glaube ich nicht namentlich genannt, aber Cornelius Kurz und Till Randolph-Amelung zum Beispiel sind in den Verein gekommen wegen der Woke-Themen, um den Diskurs, oder nee, sie haben dann den Diskurs vergiftet, aber sind wegen Woke-Themen reingekommen, was glaube ich so nicht stimmt. Und interessant auch übrigens, dass das genau die beiden sind, die da jetzt erwähnt werden, Cornelius und Till, echt ja deutlich vor Weihnachten, bevor die Entscheidung gefallen ist, das sind genau die beiden, die jetzt gecancelt worden sind für die nächste SkepCon, weil da hat eine Programmkommission getagt aus Wissenschaftsratsmitgliedern, aus Leuten aus dem Vorstand von beiden Lagern, die Hauptamtlichen in der GWUP und haben die Einreichung zur SkepCon bepunktet und die Einreichung von Cornelius und Till waren mit dabei. Und man muss das vielleicht ganz kurz erklären. Also SkepCon, eine Veranstaltung und da werden Vorträge gehalten. Und Till und Cornelius hatten beide Vorträge oder Themen eingereicht, wo sie gesagt haben, beworben, wir würden auch gerne was zu diesen Themen machen. Till, muss man sagen, also absoluter Experte natürlich im Trans-Thema, selber Transmann. Cornelius Kurz, ich hatte den in der letzten oder vorletzten Sendung, weiß ich gar nicht, vorletzte Sendung, glaube ich, kurz mal erwähnt. Ich krieg's gerade nicht aus dem Kopf hin. Also der macht so mit DNA-Zeug und so. Forensischer Biologe ist, ja. Genau, mega krasser Typ. Ich habe mir auch mal einen Podcast von dem angehört. Also wirklich in der Forensik da, also boah, ich krieg's nicht gut zusammen, muss er selber erzählen, aber wirklich schlaues Köpfchen und wirklich, also Expertise auf einmal. Sind ausgewählt worden, also die Vorträge wurden für interessant und hörenswert bewertet und dürfen jetzt aber nicht sprechen. Aus Gründen, die noch mehr erörtert werden. Das ist so ironisch schon wieder. Also manchmal, ich weiß gar nicht, ich bin ja kein Freund von... Weil die den Diskurs vergiftet haben wahrscheinlich. Genau, und jetzt wollen die einen Vortrag halten und also... Das ist wirklich gerade dieses, niemand hat vor, eine Mauer zu errichten. Und im Hintergrund fängt einer an, so die Steine aufzustapeln. Also das ist so, hä? Ihr macht genau das. Ihr macht alles genau das, was ihr sagt, was ihr nicht tun würdet. Das ergibt doch keinen Sinn. Also irgendwie, ich bin ja echt gut darin, ruhig zu bleiben. Aber irgendwann kommt bei mir auch so der Punkt, dass ich mich frage, gut, man will mich offenbar verarschen. Na dann guck mal den nächsten Clip. Okay, jetzt bin ich gespannt. Der hier oder was? Oder habe ich schon wieder einen zu weit gemacht? Wir sind, glaube ich, bei... Warte mal. Das eben, also es gab ja dieses T-Boy. Ja, das hatten wir, dann der hier. Wo ist das denn ein GWUP-Problem? Das GWUP-Problem ist damit entstanden... Wo die Leute bei uns auf der GWUP im V stehen und sich beschweren, dass sie gecancelt werden, weil man ihnen sagt, dass man ihre Themen halt als Verein... im Verein eigentlich nicht betrachten möchte. Ja. Hä? Mann? Wer? Also wer ist denn Mann? Also ich habe mich zu dem Zeitpunkt noch keiner Seite zugehörig gefühlt. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass Mann das nicht akzeptieren würde. Ich habe das Gefühl, dass eine Gruppe das nicht akzeptieren wollte. Ja, das ist schon echt, das ist so Panne. Also gecancelt werden. Hier ist der Satz. Sich beschweren, dass sie gecancelt werden. Ja, sie werden gecancelt, ja. Dürfen nicht sprechen, ja. Mitglieder des Vereins, Experten auf einem Gebiet. Da geht es jetzt nicht um die beiden, ne? Da geht es jetzt nicht um die SkepCon.
Ja, okay, aber ich meine nur generell. Generell ja, also. Ja, genau. Also es stimmt auch nicht, weil es gab ja zum Beispiel Axel Ebert, der übers Gendern bei der SCAPCON gesprochen hat. Und Claudia Preiss, die der woken Seite zugerechnet wird, die hat über kulturelle Aneignung gesprochen. Das ist doch super. Ich glaube, wenn du zum Thema kulturelle Aneignung hättest sprechen wollen, da wäre es ein Problem gewesen. So sieht es, glaube ich, aus. Also komisch. Ganz komisch. Wir gucken mal weiter. Und also sie sagen einfach, das ist kein GWUP-Thema. Also, nee, es ist dargelegt worden, warum das ein GWUP-Thema ist, potenziell. Martin hat es dargelegt, Nikhil hat es dargelegt. Sind beides Wissenschaftsphilosophen, die also auch anerkannte Wissenschaftsphilosophen, die das für GWUP-Themen halten. Wer ist denn da Mann? Also die beiden Mann halten das für GWUP-Themen. Und wenn es einen nicht interessiert nochmal, dann kann man ja weitergehen. Guck mal, also auch nochmal jetzt ganz generell gesprochen. Ich verstehe wirklich, ich wiederhole mich hier, ich verstehe die Angst nicht. Ich verstehe sie nicht, weil das ist doch eine Riesenchance. Die Themen sind gerade überall, ja? Das sind gesellschaftlich relevante Themen. Du könntest so einen krassen Fokus auf die GWUP bekommen. Es hat ja noch, also sie nehmen ja im Prinzip schon die Erkenntnis vorweg. Also sie sagen ja schon, nein, wir wollen da nicht drüber sprechen, weil ich weiß genau, was du sagen willst. Hä, nein. Wir wollen, dass die Themen besprochen werden und dann gucken wir mal. Und dann wird es wieder halt so verdächtig. Wieso will man das Thema an sich schon nicht drin haben? Hat man Angst, dass am Ende rauskommen könnte? Ja, es ist halt nun mal nicht so 100% wasserdicht, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Nee, es macht einen zum Pseudoskeptiker, weil man eigentlich immer die andere weiter anhören muss. Eigentlich, es heißt ja immer, wir sind die Müllmänner der Wissenschaft. Also eigentlich beschäftigen wir uns doch sogar mit Themen, die für viele Wissenschaftler eigentlich so trivial sind, dass man sagt, also Homöopathie, das ist so ein einfaches Ziel, da beschäftige ich mich gar nicht damit. Und trotzdem sprechen wir mit Homöopathen und tauschen mit denen Argumente aus. Und ja, es ist ein gesellschaftlich hochbrisantes Thema und wir könnten, wenn wir wirklich skeptisch rangehen würden, könnten wir der Verein sein, der überall zeigen kann, also wir könnten brillieren damit, dass wir es schaffen, so ein Thema vernünftig zu diskutieren. Boah, ich überlege gerade, was da auch für ein Potenzial drin schlummert, ne? Weil du musst ja mal überlegen, wir wissen ja alle, die Rechtspopulisten, ja, die nutzen das Thema. Die hauen damit um sich, aber warum machen sie das? Weil sie sich so gerne mit wissenschaftlichen Themen beschäftigen? Nein. Natürlich nein, weil nicht. Sie so gerne Brandbeschleuniger sind. Genau. So, und wir könnten die Feuerwehr sein, ja. Du könntest dann, also wenn jetzt in der GWUP so eine richtige Experten sich mal ganz krass damit beschäftigen, das Ganze dann auch, also Informationen sammeln, das Ganze in schönen Häppchen auch für Journalisten fertig machen, dass sie nachgucken könnten, okay, das ist die Erkenntnis dazu, das wäre ja so genial, weil du könntest diese, die Rechtspopulisten damit ja sogar aushebeln, ja, weil die Rechtspopulisten machen es sich ja einfach, die nehmen das Thema, sagen, okay, das spaltet und dann sagen, alles scheiße, die wollen euch verbieten, die wollen Schnitzel verbieten, keine Ahnung, die wollen Gender so und so weiter. Ja. Und wenn du dir das schaffen würdest im Verein, dazu sozusagen so richtig qualitativ hochwertige Positionen zu nehmen, dann könntest du immer, dann haut einer wieder so eine These raus und sagt so, im Übrigen hat die GWUP bla 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 bla, wir stünden gut da und es wäre insgesamt gesellschaftlich voll die große Erkenntnis. Und wir könnten auch akzeptieren, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Also Nikhil zum Beispiel hat über Gerechtigkeitsphilosophie schon publiziert. Der ist da wirklich drin in dem Thema. Der ist prädestiniert dafür, eigentlich sich dazu zu äußern. Und dann soll er das doch machen. Und Rebecca ist offensichtlich anderer Ansicht und hat da vielleicht auch Expertise. Und dann wäre es doch total spannend, ein Pro und Contra zu lesen oder ein Gespräch zwischen den beiden zu haben, wo man sich tatsächlich auf Augenhöhe begegnet und die Argumente austauscht. Und dann kann man sich seine Meinung daran bilden, anstatt zu sagen, nee, also man will diese Themen nicht haben.
Guck mal, ich bin echt immer so jemand, man merkt das ja vielleicht, ich versuche das echt immer alles ein bisschen locker zu nehmen und versuche das auch ein bisschen unterhaltsam rüberzubringen, aber vielleicht an der Stelle auch einmal einen etwas anderen Sinan. Das ist einfach für die GWUP eine peinliche Bankrotterklärung, was hier gerade passiert. Weil, also diese Diskussionen, die wir uns gerade wünschen, die habe ich schon auf DLF zum Beispiel gehört. Ja, also da wurde dann, war das an dem wir alle kennen, da ging es auch ums Thema Gendern und so weiter. Und dann wurde da anständig da dabei, ja, kann genau, das sein? Genau, ja, ja. Habe ich mir angehört, ein Talk von einer Befürworterin und er als Kontrasprecher da, beim Thema Gendern. Und das war eine gute, und weißt du, der DLF, Deutschlandfunk, kriegt das hin. Und wir in der GWUP mit diesem neuen Vorstand und diesen Leuten gerade, die wir uns hier genauer angucken, kriegen es nicht hin. Das ist peinlich. Das ist nicht cool, muss ich mal sagen. Also da mal ab und zu mal kein Spaß. Ja. So, wir gucken weiter. Ja, da sind natürlich dann auch super provokante Thumbnails gewählt worden, bla bla bla, Dinge, die halt Leute echt angepisst haben. Schön und gut kann man machen. Sie hätten schlicht und ergreifend einfach nur auf eine einzige Bitte reagieren müssen. Nämlich, dass man halt nicht mehr von vornherein, nicht nach wochenlanger Diskussion, nicht mehr in Nikki Mukherjee Group da stehen hat. Dass sie die Bauchbinden halt nicht mit der Group beschriften und dass sie halt nicht unten in ihren Video-Descriptions drinstehen haben. Ja, hier, wir sind drei Leute von der Group und wir machen hier Kram für die Group und die Group ist halt so. Weil wir halt eben die nicht der Ansicht sind, dass ein Großteil der Themen, auch nicht alle, aber ein Großteil der Themen halt innerhalb der Gruppe verhandelt werden sollten. Ey, mach doch ein YouTube-Video. Niki, ja. Mats und ich, wir wären die Letzten gewesen, die irgendwie dann hingehen und sagen, die Rebecca nennt sich Gwupp oder, also ich verstehe diesen Take ehrlich gesagt auch nicht. Aber so es ist ja, es war ja gar nicht, das war ein Scheinargument. Es ging doch gar nicht um die Bauchbinde. Ging darum, dass das Format nicht passte und das Format bekämpft werden sollte. Und das zeigt zum Beispiel das nächste Bild, wenn du es mal bitte einblendest. So, da ist Holm, Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Der hat zu der Zeit überhaupt kein Amt. Der kann nicht sprechen für die GWUP. Und alle sind aber happy darüber, dass die GWUP erwähnt wird. So soll es doch sein. Ja, also niemand hat ihn dafür kritisiert. Ich kritisiere ihn auch jetzt nicht dafür. Ich kritisiere ihn dafür, dass bei Nikhil die Bauchbinde weg sollte. Für das Canceln kritisiere ich ihn. So soll das sein. Wir sollen den Verein überall erwähnen, wo es geht. Kannst du nochmal das nächste zeigen? Ja, auch. So, Lydia Benecke, Gesellschaft zu wissen. Ja, Bayerischer auch. Rundfunk im Fernsehen. Ja, selbstverständlich steht das da in der Bauchbinde. Und weil das auch neulich mal auf der Mailingliste irgendwo diskutiert wurde, natürlich hat man Einfluss darauf, auch im Fernsehen, was unter dem eigenen Namen steht, habe ich nie anders erfahren. Also nicht, dass ich jetzt wahnsinnig viele Fernsehauftritte hatte. Nee, das würde mich total wundern. Natürlich kannst du da Einfluss nehmen. Das wäre völlig komisch, sonst könnten die ja irgendeinen Quatsch da hinschreiben und sagen, ja Pech, komm halt nicht bei uns in die Sendung. Genau. Also, ich kenn's auch nicht anders. Ja, also auch jetzt, das ist so ein bisschen so von Rebecca natürlich so dieser easy way out gewesen, nachträglich zu sagen, so ja, es ging ja nur darum. So, ja, aber es sind doppelte Standards am Ende. Ja, auch das, aber auch letztlich da wieder, das ist dann auch so, ändert ja aber auch nichts daran, dass sie ja trotzdem ein massives Problem einfach hat, dass man sich hinsetzt und völlig harmlose Dinge sagt. Das ist wieder so, so ironisch, weil wir verteidigen gar nichts. Aber wehe, du sagst etwas gegen etwas, was ich gar nicht verteidige. Hä? Das ist, so wie du es erzählt, klingt es wie ein Monty Python-Sketch. Ja, genau. Ich weiß, ob du von Martin Mahner Manifest gelesen hast, warum das ein Thema für die Gruppe sein sollte. Da werden halt Disability Studies, Critical Race. Kann ich direkt kurz beantworten? Habe ich nicht. Und das, ich glaube, Martin kennt meine Haltung. Wenn nicht, dann hört er sie jetzt gerade. Mir sind die Paper zu lang und zu komplex geschrieben und bringen mich mit Blick auf meine Zeit, die ich erübrigen kann, für ehrenamtliche Arbeit in einem Verein seit Jahrzehnten nicht weiter.
Sorry, es ist mein Ding. Ich mag kurze, klare Texte. Jetzt kann man mir vorwerfen, dass ich bei Bild war. Ja, genau. Ich finde, wer was Wichtiges zu sagen hat, braucht, sagen wir mal, selten lange Sätze. Okay. Den Take finde ich stark. Also gut, da werden komplexe Argumente gemacht, aber die sind mir zu lang ausgeführt. Das ist mir zu komplex. Aber nichtsdestotrotz führe ich Talks dazu. Es ist eine merkwürdige Aussage. Ich weiß nicht genau, wie er das meint, weil da habe ich mir auch schon mal Gedanken drüber gemacht. Es gibt ja immer dieses Blinkist, kennst du das, wo dann so Sachbücher zusammengefasst werden und dann nur jetzt so die Quintessenz des Ganzen. Ich habe Tutorials gemacht zur Musikproduktion. Und ich habe das dann irgendwann auf meiner Seite, also mein Alleinstellungsmerkmal war, dass ich gesagt habe, okay, wir machen das jetzt mal physikalisch korrekt, ja, wir gehen mal richtig in die Tiefenanalyse, wie funktionieren eigentlich Fourier-Transformationen, wie funktionieren Wellen, wie funktionieren Filterschaltungen. Und dann schrieb auch irgendwie, das war regelmäßig ein Kommentar, da war jemand drunter und der meinte, ja, ist ja alles ganz schön und gut, aber die Videos sind einfach zu lang, das muss 5 Minuten, mehr habe ich nicht, so. Und dann habe ich da gesessen und habe so gedacht, nee, das war kein Laberformat, ja. Laberformate sind lang, so wie unseres jetzt, ja. Das ist Podcast. Da kannst du wahrscheinlich am Ende den ganzen Inhalt, den wir hier haben, den kannst du richtig auspressen und dann hast du den Saft und dann sind das vielleicht noch am Ende 30 Minuten. Aber wenn du etwas schreibst, wenn du etwas erklären willst und du gehst ins Detail, also ich habe schon alles weggelassen, was ging. Es gibt dieses Zitat von Drosten, während der Pandemie hat er den Podcast, der hat immer gesagt, der hat eine Stunde gelabert und dann gesagt, ich habe das jetzt noch alles sehr, sehr vereinfacht, wenn ich jetzt noch mehr vereinfache, wird's falsch. So. Mhm. Und sorry, also das ist so ein bisschen die Frage, will ich nur sozusagen am Ende die Handlungsempfehlung, weil du kannst ja irgendwie sagen, ich muss das alles gar nicht vorher wissen, ich muss einfach nur wissen, was ich für Erkenntnisse daraus ziehe. Das kann ja sein, aber dann hast du es nicht verstanden. Dann bist du auch nicht, also dann bist du im Prinzip in dem Moment ja erstmal einfach nur gläubig, dass du sagst, ich vertraue dir mal, dass du das rausgefunden hast und ich mache das jetzt so, wie du sagst. So, aber im Grunde, wenn du es verstehen willst, dann wirst du ab einem gewissen Punkt nicht umherkommen, auch die Detailstufe zu erhöhen. Und das Critical Studies Papier von Martin ist jetzt nicht wahnsinnig lang. Ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, wie viele Seiten das hat. Also vielleicht hat es 8 Seiten, vielleicht hat es 14 Seiten, aber es ist jedenfalls kein Buch, das man lesen müsste. Mhm. Und da ist schon vieles reduziert. Ja. Aber halt schon so, dass es auch noch korrekt bleibt, wie du sagst. Und ja, also jetzt kann man Bato vielleicht noch zugute halten, dass er ja da eher eine moderierende Rolle hat, aber es trägt natürlich schon dazu bei, dass dann möglicherweise auch Missverständnisse da reproduziert werden, weil man gar nicht in der Tiefe in den Argumenten drinsteckt. Wenn man sich tief damit beschäftigen will, muss man ganze Bücher darüber lesen. Das liegt in der Natur der Sache an der Stelle, wenn man beantworten will, ist das ein Thema für die GWUP oder nicht. Ich hatte auch mal irgendwann eine ganz schöne Analogie dazu. Kennst du Fraktale? Mhm. Fraktale sind ja im Prinzip also so eine Funktion und wenn du reinzoomst, je mehr du reinzoomst, desto detaillierter wird's. So. Und es hört nie auf, ne? Es hört eigentlich nie auf, genau. Du kannst immer näher. Also es ist so ein bisschen, das kann man ganz gut erklären, wenn du, ich finde das Beispiel immer ganz nett, wenn du dir überlegst, du hast eine Insel, ja, und sagst, wie viel Kilometer Küste hat die Insel eigentlich? Die Frage kannst du nicht beantworten. Weil je näher du reinguckst, ja, also du gehst noch mal einen Schritt näher, dann ist das, was du zeichnen musst. Die Küstenlänge ist theoretisch gesehen bei jeder Insel unendlich. weil du gehst noch mal eine Stufe näher und dann musst du wieder zeichnen. Also irgendwann sagst du, okay, ich muss vereinfachen. Ich muss sagen, der Stein, der jetzt so geht und so geht, den nehme ich nicht. Ich nehme jetzt einfach so die Gerade, die diese beiden Punkte verbindet. So. Und so kann man sich so ein bisschen vorstellen, so ist das halt mit der wissenschaftlichen Untersuchung häufig auch. Wenn jetzt irgendwann hinreichend nah dran.
man ist hinreichend nah dran, es reicht jetzt so. Wir könnten jetzt nochmal und nochmal und nochmal. Aber es ändert halt nichts daran, wenn du dich, je mehr du dich mit einer Sache beschäftigst, ja, desto länger wird sie. Das ist so. Mhm. Und deswegen auch vielleicht, sie hatte ja kurz diese Thumbnails angesprochen, die wir bei The Voice of Reason haben. Mhm. Und da siehst du ja, was ist denn ein Thumbnail? Ein Thumbnail ist die radikalste Verkürzung, die du machen kannst, die in 90% der Fälle falsch ist, natürlich, oder zu 100%, weil es ja einfach nur Überspitzung in aller Es ist Regel die Überspitzung, ja. Es ist auch nur ein, du kannst es ja gar nicht anders. Wie willst du denn das Thumbnail machen? Willst du da direkt schon einen Aufsatz reinschreiben? Wokeness genauer untersucht. Es gibt Pro- und Kontra-Argumente bei bestimmten Dingen, muss man genauer anschauen. Bestimmte Gruppen haben es übertrieben, andere nutzen das für ihren Populismus, bla bla bla. Oder du schreibst. Bringt euer Fremdwörterlexikon mit. Genau, oder du schreibst einfach Wokeness, ein Problem? Fragezeichen. Ja. Mhm. So, ja, ist das provokant? Ja, natürlich, sollst du ja erstmal draufklicken, soll ja erstmal triggern. Und dann musst du ja schon von Glück sprechen, wenn du sagst, du hast es geschafft, Leute auf dein Video zu ziehen. Und wenn es schon länger als 10 Minuten ist, dann wird es für die meisten schon hart. Und ja, also die Kritik an Thumbnails und Überschriften, die zieht für mich meiner Meinung nach nicht mehr, weil Überschriften verkürzen immer. Das ist halt so. Da musst du halt das Video gucken oder den Artikel lesen. Aber wenn dir 7 Seiten schon zu viel sind, ist natürlich doof. So. Was hat man das schon? Ich bin echt schlecht im Hirn. Das ist aber auch tatsächlich einer der Punkte, der uns schon häufiger gestört hat. Also das auch auf dieser Mailingliste. Sorry, Becky. Nee, mach nur. Ich lass dich gleich. Dass da teilweise halt solche Texte über diese Mailingliste voll. Also Hanna zeigt gerade für die Zuhörer, Hanna zeigt gerade eine von oben an der Decke bis unten. Lange Boden, Texte, ne? sehr lange E-Mails hin und her geschickt werden. Voll mit irgendwelchen total fachlich klingenden Begriffen über subalterne Gruppen und keine Ahnung was alles noch. Das ist doch Holger. Ich höre doch Holger-Sprech raus. Holger Marx. Oder? Der hat immer lange, meine ich, Beiträge in der Mailingliste geschrieben. Ja, ich fand die sehr interessant. Im Übrigen ein ziemlicher Experte, nur um mal das Expertenargument mal zu bringen. Aber wahrscheinlich der falsche. Man unterscheidet ja bei denen ein bisschen zwischen guten und schlechten Experten. Lass uns das mal wohlwollend anschauen. Okay. Und letztlich liest man das alles und dieser Inhalt, der lässt sich eigentlich auf was relativ Kurzes runterbrechen meistens. Und irgendwie frage ich mich da tatsächlich, woher diese Leute kommen. Also, und ob das sinnvoll ist. Also ich glaube es halt ehrlich gesagt nicht. Weil irgendwie, also da wird sich fachlich klingend extrem viel gegenseitig zugetextet. Gleichzeitig liest aber auch eigentlich keiner wirklich, was gemeint ist. Sondern man versucht einfach nur irgendwie intelligent zu klingen. Also das ist meine subjektive Wahrnehmung davon. Und ich halte das nicht für konstruktiv. Also das ist, glaube ich, nichts, was nur eine Seite betrifft. Ich glaube auch nicht, dass Holgers Mails gemeint sind, weil Holger, finde ich, schreibt sehr verständlich. Ja, ich höre das nur wegen dieses subalterne Gruppe. Das kann natürlich sein. Hat irgendwie bei mir was geklingelt oder so, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass ich mich irre, aber... Vielleicht ist es das auch. Aber ich finde, also wenn es zutrifft, dass es einfach nur hochtrabendes Gelaber ist, um schlau zu klingen, dann hat sie einen Punkt. Also ich finde schon, dass man versuchen sollte, sich Mühe zu geben, sich klar auszudrücken, gerne auch in kürzeren Sätzen ausdrücken, weil die einfach besser verständlich sind. Ja. Den Vorwurf können die ja unmöglich an mich gerichtet haben. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich mich eigentlich sehr einfach ausdrücke. Ja gut, wäre jetzt viel Arbeit, das rauszufinden. Ist aber, glaube ich, kein Problem, dass, also wenn es ein Problem ist, kein Problem, dass nur eine Seite trifft. Ich habe auf beiden Seiten des Grabens schon lange Texte gelesen. Aber wenn man das untersuchen möchte, dann würde ich, glaube ich, Nikil als Experten dazu empfehlen, weil der hat schon publiziert zu Bullshit. Genau. Also Bullshit im wissenschaftlichen Sinn. Wissen ganz viele gar nicht. Bullshit ist ja ein wissenschaftlicher Begriff sogar, ne? Also
Also, also man denkt dann immer so, ja, also einfach nur Bullshit. Nee, nee, es gibt dazu Erkenntnisse, dass es gibt richtig, man kann das betreiben, Bullshit zu sprechen, zu produzieren sozusagen. Genau, und es gibt tatsächlich Bullshitology und Bullshitologen, die sich damit beschäftigen. Genau, und es gibt auch sowas wie hochtrabenden Bullshit, und dazu hat Nikhil auch schon veröffentlicht. Und das ist, wenn der Vorwurf zutrifft, da würde ich nochmal ein Fragezeichen dran machen, aber das ist das, was sie meint. Also, dass man versucht, durch möglichst komplexen Sprech und das Einstreuen von Fremdwörtern schlau dazustehen, ohne wirklich was zu sagen. Ja. Und ein Wesen von Bullshit, so wenn ich das richtig verstanden habe, ist halt, dass die Wahrheit letzten Endes egal ist. Also dem Bullshitter ist es egal, was wahr ist oder nicht. Er muss nicht vorsätzlich lügen, aber es ist einfach egal, ob er es ist nicht wichtig, nicht. Ja. Oder ihm ist es egal, ja. Ja. Gut, wir gucken mal weiter. Ich hatte auch, wenn ich das kurz noch sagen kann, mit Hannah und Rebecca relativ vor kurzem nochmal besprochen, dass ich einfach das Gefühl habe, bei diesen Sachen, wenn ich sie lese, wir sind nicht die Adressaten. Also es ist nicht dafür geschrieben, uns zu erreichen, uns von irgendwas zu überzeugen. Es ist eine Wortwahl, Dinge kompliziert auszudrücken und am Ende zu zeigen, ich habe jetzt doch recht, weil ich habe so formuliert und da muss jeder mir glauben. Und es ist halt genau das Gegenteil von klarer Kommunikation untereinander, wo man dann auch bestimmte Punkte eben raussuchen kann. Wenn ich einen Satz habe, der aus epistemisch und allen möglichen Fachwörtern besteht, wo ich gar nicht genau weiß, welches Wort soll ich jetzt eigentlich genau nehmen, um mit dir darüber zu sprechen, also mit der Person, die es geschrieben hat, darüber zu sprechen, ob sie das wirklich ernst meint. Mir wird ein kurzer Satz reichen, wo drin steht, wir wollen nicht, dass Wissenschaft widerlegt wird durch etwas, was sich Leute ausgedacht haben. Das schreibe ich dann, okay, finde ich auch gut, setze ich meine Unterschrift drunter und dann ist gut. Ich habe einen ganz einfachen Satz. Es gibt nur zwei biologische Geschlechter. Der ist so simpel, der ist aber jetzt schon wieder verboten worden, weil der ist zu simpel, glaube ich. Spaß. Ja, so. Und letzten Endes, aber ja, der lag da. Ja. Tatsächlich, den musstest du jetzt verwandeln. Ja, ja, weil das ist der einfachste Satz und dann denke ich mir, ja gut, da ist es nicht kompliziert, da könnte man ja dran gehen, aber das will man dann ja auch nicht. Aber das ist ja, jetzt aber natürlich auch. Das sind dann halt auch Fachdiskurse und er hatte am Anfang auch noch selber gesagt, also ich bin ja hier Experte und Biologe und erkläre das und die hören aber nicht auf mich. Also ja, das ist halt dann auch Fachdiskurs. Ja, jetzt halt auch wieder die Frage, das ist ja dann so ein bisschen die Frage nach Wissenschaftskommunikation. Also wenn ich mich jetzt, ich sag mal so ein bisschen, wenn ich mich mit anderen Musikproduzenten unterhalte, dann werden wir ganz viele Begriffe verwenden, wo die meisten keine Ahnung haben, was wir da eigentlich besprechen. Ja? Mhm. Dann kommen irgendwelche Oszillatoren, Wavetables und so weiter vor. Dann ist das aber so, das gehört halt dazu, weil anders können wir das nicht anständig miteinander besprechen. Jetzt ist die Frage, wer ist der Adressat? Genau. Mhm. Wenn ich jetzt nach außen hin aber etwas sagen möchte, wir haben, keine Ahnung, Musikproduzenten sind zum Ergebnis gekommen, dass, dann muss ich mir natürlich überlegen, was benutze ich für Wörter, weil sonst, also, ne, da muss ich es dann wieder so ein bisschen didaktisch reduzieren oder wie das heißt. Ja, didaktisch vielleicht gar nicht, aber. Wörtlich. Genau, tatsächlich reduzieren, ja. Warte mal, ich glaube, du hast tatsächlich recht. Didaktische Reduktion wäre an der Stelle vielleicht doch tatsächlich. Keine Ahnung, klingt so gut. Wollte ich einfach nur sagen, um mich besser anzuhören. Um es vermitteln zu können. Ja. Ich ziehe meinen Einwand zurück. Okay. Jedenfalls finde ich, wenn da jemand zu komplex schreibt und ich glaube, da weiß ich tatsächlich, wen er im Auge hat, dann kann man ja auch einfach sagen, sag mal, kannst du das nochmal in einfachen Worten versuchen wiederzugeben? Das geht hier gerade über einige Köpfe hinweg. Finde ich total in Ordnung. Kann man auch machen. Und an manchen Stellen hat er vielleicht sogar einen Punkt da. Ja, also da bin ich auch absolut kein Fan von. Also da bin ich, bei Twitter mal irgendwann, da ist eine Diskussion völlig abgerutscht dann ins Philosophische und
da haben sich dann zwei, ich habe das nur noch verfolgt, Ursprung war irgendwie mal ich oder so und dann ging es nachher nur noch um nach These von und dann widerlegte er mit dem anderen und dann denke ich mir, das ist auch irgendwie so intellektuellen Tennis, was die da spielen, ne? Also jeder haut auch nur noch das Zitat und die These von irgendeinem. Es geht auch nur darum, so ich ziehe, das ist wie so ein Pokémon-Spiel, so ich ziehe den und den und dann schmeißt du so deinen Pokéball und kommst mit dem Zitat um die Ecke. Kann man alles machen. Wem es was bringt, ja. Also einer der Anwürfe, der halt viel kommt, den ich extrem dumm finde, weil der logisch einfach falsch ist, ist ja, Critical Studies Disziplin, und zwar alle, kommen aus Aktivismus, was bis zu einem gewissen Grad stimmt. Dementsprechend haben die grundsätzlich keine Ergebnisoffenheit und haben ein Ergebnis prädestiniert, auf das sie hinarbeiten. Und die versuchen sich nur Sachen zurecht zu argumentieren. Was so nicht stimmt. Weil mit der Logik könntest du auch sagen, Medizin ist komplett pseudowissenschaftlich. Weil Medizin, genauso wie Critical Studies, die meisten Disziplinen sich aufs Banner geschrieben haben, dafür zu sorgen, die nachgewiesene Ungleichbehandlung von bestimmten Gruppen irgendwie auszuhebeln oder zu erforschen, wie die entstanden ist, um zu Erklärungsansätze zu finden und dann halt eben Lösungsansätze zu finden. Da könntest du sagen, Medizin hat irgendwie das Ergebnis, das erklärte Ziel, den Menschen zu heilen. Also ist Medizin nicht ergebnisoffen, dementsprechend ist Medizin Pseudowissenschaft. Okay. Gewagter Vergleich, oder? Gewagter Vergleich. Also, das Argument ist, es ist sehr lange ausgeführt, aber ich versuche es jetzt mal irgendwie ein bisschen kürzer zu... Ja? Versuch? Nee, mach. Okay. Also, weil jetzt Critical Studies eben diesen aktivistischen Ansatz haben, hey, da draußen herrscht keine Gleichberechtigung. Ungleichheit. Ja, aber Ungleichbehandlung ist ja sogar das Ziel von das, was du willst, um eine vorhandene Diskriminierung auszugleichen. So, ja. Du musst ja ungleich behandeln, damit du eine vorhandene Diskriminierung ausgleichst. Und weil das erklärte Ziel ist, deswegen könne ja sozusagen Critical Studies nicht stimmen. Und der Vergleich geht dann rüber zur Medizin. Medizin hat das Ziel, Menschen zu heilen. Ja, dann ist ja klar. Und dann muss das, also es ist irgendwie ein total merkwürdiger Vergleich, weil natürlich versucht Medizin, also das Ziel der Medizin ist, den Menschen zu heilen, richtig. So. Und als der, nötig. Genau. Er hat auch zum Ziel, Menschen gesund zu erhalten. Ja. Achso, ja, okay. Also da, wo sie krank sind, ja. Zu heilen. Genau. Ja. So, und aber der alles entscheidende Punkt ist, und das ist das, was über der Medizin, worüber man streitet, worüber man Studien anfertigt, was man in unglaublich komplexen und aufwendigen Tests herausfindet, ob es denn auch funktioniert, ob es wirkt. Das ist der alles entscheidende Punkt. Da sind wir wieder bei der Homöopathie. Die hatte auch den Ansatz, den Menschen zu heilen. Der Wirkmechanismus wurde aber nicht nachgewiesen. Ja, die Wirkung ist nicht nachgewiesen. Also hat man gesagt, müssen wir haben wir ja jetzt rausgestrichen, aus der Kassenleistung, zumindest da. Also wie du dich behandelst, kannst du ja machen, wie du willst. Ja. Und jetzt bei der Aktivismus oder beziehungsweise bei der Bekämpfung von Diskriminierung, das finde ich ganz interessant. Das ist gar nicht mein Punkt, also zumindest kommt die Kritik nicht von mir, zu sagen, ja, das, weil ihr das wollt, deswegen ist das alles falsch, überhaupt nicht. Ich sage, ich will, also man muss den Nachweis halt erbringen, was vielleicht sehr schwer ist, man muss den Nachweis erbringen, dass das, was man da für Erkenntnisse daraus zieht, eben auch die gewünschte Wirkung erzielt. Und hier kann ich jetzt mal ein Beispiel bringen. Es gibt nun mal auch, also auch da gibt es ja jetzt wieder von bis, aber wenn man jetzt diese Diversitätstrainings sich anschaut, also wo man den Menschen erklärt, hey, hier sei mal ein bisschen, schaff mal Awareness, sei mal, ja, also krieg mal ein Bewusstsein dafür, wo überall Diskriminierung herrscht und so weiter, dass man gezeigt hat, dass das die Menschen, dass das nicht funktioniert hat. Also es gibt schon Studien, die zeigen, die Menschen sind daraufhin letztlich sogar rassistischer geworden, weil man sie wieder dazu geschult hat, Hautfarben zu sehen, Unterschiede zu sehen, also das wieder hervorzuheben. So, also der Patient ist nachher kranker als vorher. Aber da will ich einmal kurz rein, weil die Grundannahme, das ist ein Unterschied. Und deshalb funktioniert das Beispiel auch nicht. Mhm. Weil die Critical Studies haben eben nicht das Ziel, eine Ungleichbehandlung zu bearbeiten, die nachgewiesen ist.
sondern die wird vorausgesetzt. Die wird ja nicht untersucht tatsächlich, sondern man sagt schon, da ist eine Krankheit. Und dann sucht man nach Begründungen dafür, warum da eine Krankheit ist, sozusagen. Ja, das ist die Lösung für das Problem, was du noch gar nicht kanntest. Und möglicherweise wird auch was diagnostiziert, was gar nicht da ist. Und dann ist man nämlich bei Pseudomedizin, so wie man auch bei Pseudowissenschaft ist, zum Beispiel in der anthroposophischen Medizin. Anthroposophie ist ja so ein Thema, das ich beackert habe. Da sagt man halt ja, man hat vielleicht Krankheitsdispositionen aus vorherigen Leben mitgebracht, über Karma und Schuld und Vererbung und solche Geschichten. Und sagt dann, ja, gut, also der musste jetzt leider in diesem Elendsgebiet auf die Welt kommen, damit er bestimmte Krankheiten bekommt, Seuchen bekommt, um sein Karma abzuheilen. Solche Geschichten spielen da eine Rolle. Oder in der germanischen neuen Medizin gibt es sowas auch, dass jede Krankheit ausgelöst wird durch biologische Konflikte. Und also da werden Krankheiten diagnostiziert, die es nicht gibt. Ja, ne? Also ich sehe. Du hast ein behindertes Kind in der anthroposophischen Medizin mitunter, weil du ein Problem in deinem Leben hast. Und deshalb bekommst du ein Kind mit einer Behinderung, damit du an deinem Problem arbeiten kannst. Okay. Dass das Problem real ist, das kann dir niemand beweisen. So, aber es wird behandelt. Naja. Ich kann auch ein Beispiel bringen, das sieht man auch ganz gut bei der Nahrungsergänzungsindustrie. Da wird auch im Prinzip, sind die alle immer ganz scharf darauf, dir einen Mangel einzureden. Weil wenn du einen Mangel hast, dann kann man dir Nahrungsergänzungsmittel verkaufen. Ja? Also deswegen, du brauchst irgendwie alles. Du brauchst Zink, Magnesium, Eiweiß, Vitamine, Präparate. Du brauchst das alles, weil eigentlich ständig Mangel. Ne? Mhm. Dass die meisten Menschen den eben nicht haben, kann man auch nachweisen. Jetzt wäre hier der Punkt, sie sagte ja deswegen am Anfang, die nachgewiesene Diskriminierung. Also es gibt ja Diskriminierung, natürlich. Ne? Und ich wüsste nämlich jetzt schon, wie die Antwort auf das ist, was wir gerade gesagt haben. Also sie hätte dir dann gesagt, hast du gerade gesagt, dass es Diskriminierung gar nicht gibt, dass das eine ausgedachte Erkrankung ist? Genau, natürlich dann nicht. Sind wir bei Strohmännern, ne? Ja. Also es werden ständig Strohmänner aufgebaut, so wie dieser Vergleich auch. Ja, das ist extrem dumm, sagt sie. Ja, es ist extrem dumm, weil ja niemand diese Behauptung aufstellt, gegen die sie da anspricht. Genau, also das sind im Prinzip... Also eigentlich kann ich Rebecca nur empfehlen, guck meine Sendung. Klingt ein bisschen arrogant, Entschuldigung. Weil das ist genau der Take, den ich eigentlich sehr häufig mache, dass ich genau sage, bevor wir in die Lösung gehen, wo ist das Problem? Wie beschreib es so genau wie möglich? Ja. Und dann, das ist nämlich Step 1, wie du sagst, erstmal die anständige Diagnose. Und dann schlag eine Lösung vor und jetzt kommt's und diese Lösung muss dann, ich war nämlich schon einen Schritt zu weit, das hast du richtig erkannt, diese Lösung muss dann nachbeweisen, dass sie auch noch hilft. Und unter Umständen sind wir gerade natürlich, also es kann sein, dass wir in bestimmten Bereichen dann einen Dreifachfehler machen. Wir haben ein Problem, das gar nicht existiert und bekämpfen es mit einer Methode, die nicht funktioniert. Ja, man muss halt, so wie du es beschreibst, man muss ergebnisoffen rangehen. Aber Aber das Ergebnis wird ja vorausgesetzt. Das ist ja gerade die Kritik daran, dass man eben nicht ohne Voraussetzungen geht. Das ist ja auch, das erkennt man. Also ich verstehe auch nicht so ganz, warum überzeugt das immer so viele? Das funktioniert ja auch mal ganz schnell mit diesem, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße und alle Weißen sind im Kern sowieso rassistisch. Immer Rassisten. So, das scheint ganz schnell für Leute so griffig zu sein. Und dann kannst du das denen ganz schnell erklären mit, ach, check einfach deine Privilegien, dann ist das doch klar. So, und dann lieferst du den Leuten aber die drei Gegenbeispiele, wo dann, also du musst halt einfach nur dahin gehen, wo die Mehrheitsbevölkerung eben nicht weiß ist. Und dann sieht die Welt halt plötzlich ganz schnell ganz anders aus, ne? Und ich frage mich dann immer, wenn ich eine Aussage aufstelle, die in sich schon sehr radikal ist, also die im Prinzip, das ist immer so. Und wenn ich dir nur ein Beispiel nenne, wo das nicht so ist, dann stürzt deine Theorie eigentlich schon ein. Dann musst du sie schon abmildern. Und da bin ich so dann völlig irritiert.
wieso man dann immer noch von dieser Anfangsdiagnose ausgeht, nein, das ist vorhanden, Weiße sind rassistisch und so weiter. Und das ist da ja so gegeben. Also ich wäre voll, also das ist ja auch genau mein Punkt, ich sage ja ganz häufig, also ich wäre super dafür, wenn wir wirksame Methoden hätten gegen Diskriminierung und so weiter, ne? Absolut. Und Rebecca beschwert sich so gerne über Denkfehler, hier ja auch, aber was sie letzten Endes sagt, ist, also wer Critical Studies kritisiert, weil sie nicht ergebnisoffen sind, da müsste man schlussfolgern, dass Medizin eine Pseudowissenschaft ist. Und da würde ich mal sagen, das sagt sie, wenn du das mal runterbrichst. Das ist, finde ich, eine steile These. Ja, sehr steil. Kann man mal so stehen lassen. Wir gucken mal den nächsten. Ist auch ganz kurz. Dann erwarte ich mir, dass das informiert passiert und dass ich nicht irgendeinen Strohmann aufbaue und dann in 15 verschiedenen Papers fröhliches Strohmann-Bashing betreibe. Genau. Ja, da stimmen wir doch beide zu. Das erwarten wir alle. Deshalb hätte sie vielleicht auf den Strohmann vorhin verzichten sollen. Ja, das finde ich eh ganz lustig. Also dieses Strohmann-Ding. Ich kann mal ein Plädoyer für Strohmänner halten. Und zwar ab dem Zeitpunkt, wo du ein ganz klein bisschen vielleicht auch mal eine Prise Humor reinbringen willst, ein Schmunzler reinbringen willst, wenn du irgendwie mit dem Stilmittel der Übertreibung arbeiten willst, geht es nicht ohne Strohmann. Das ist halt, ne? Also jetzt ist die, kann man sagen, das hat dann in einem rein wissenschaftlichen Paper nichts zu suchen, da stimme ich zu. Und dann kommen wir vielleicht auch der Sache so ein bisschen näher, wieso man vielleicht dann ein Problem hat mit Tibor, also The Voice of Reason oder Sinans Woche oder so, weil es ist natürlich kein wissenschaftlicher Vortrag, den wir da halten. Das ist ja keine Vorlesung, sondern es ist wir versuchen natürlich irgendwie eine Schnittstelle anzubieten zwischen wir gucken uns die Dinge mal ein bisschen genauer an, erkennen ein paar Denkfehler, aber es muss natürlich an einem gewissen Punkt vielleicht auch mal ein Schritt unterhaltsam sein oder so. Mhm. Ich persönlich versuche immer so den Weg so zu gehen, dass ich sage, ich glaube, man erkennt, wenn ich so ins Scherzhafte abdrifte, wenn ich, ne, also wenn du, dass ich nicht ein böswillig so einen Strohmann aufbaue und sage, guck, seht ihr, das ist alles scheiße, sondern dann überspitze ich meine Formulierung. Ich hoffe immer, dass man das halt so ein bisschen zwischen den Zeilen erkennt, wann es, also das versuche ich auch mit dem Tonfall oder so ein bisschen anzudeuten, wann ist es jetzt gerade ein Joke und wann sagt so jetzt mal Real Talk, ne? Also so, ja. Mhm. Du lachst meistens auch immer noch hinten dran. Du hast immer so einen typischen Lacher. Das ersetzt Indikator. Das Dosengelächter aus alten Sitcoms. Genau. Einfach mal drauf achten. Ich versuche das schon irgendwie den Leuten auch klar zu machen. So, jetzt haben wir gerade einen Witz gemacht und jetzt kommen wir noch mal kurz zum. Also ganz ehrlich, so habe ich auch. Ich habe jetzt eben gesagt, es ist ja kein wissenschaftlicher Vortrag oder keine Vorlesung oder so. Selbst da ist es ja so, die sind ja irgendwie zugänglicher, die Vorträge, wenn der Dozent auch mal einen Joke macht, wenn er auch mal irgendwie eine Übertreibung macht und danach gehen wir das Ding dann vielleicht nochmal ein bisschen genauer an oder so. Okay, so. Wir haben noch ein paar. Ja, nächstes, ganz kurz. Also wenn wir das thematisieren wollen, dann bitte richtig und bitte ehrlich und nicht auf der Basis von irgendwelchen halb plagiierten Unsinn. Okay, und da geht es um Martin und Nikhil und das, was sie geschrieben haben. Und da würde ich mal sagen, das ist eine grobe Unverschämtheit, jemandem Plagiate zu unterstellen. Dann soll sie es mal belegen, wo da Plagiate sein soll. Wenn sie das belegen könnte, würde ich mal behaupten, wäre sie damit schon längst nach vorne gekommen. Das ist also gerade in wissenschaftlichen Kreisen ja somit das Härteste, was man sagen kann. Also die Harvard-Präsidentin ist gerade über Plagiate gestolpert. Okay, also das ist die so wie man bei in der Medienwelt Rechtspopulismus ist die Keule, womit du Leute knüppelst, und in der Wissenschaft ist es die Plagiatsaffäre, ja? Ja, und Verteidigungsminister, da kann es auch mal eng werden. Ja, genau. Okay, was haben wir hier? Okay, wird immer kürzer, 4 Sekunden. Und von Leuten, die sich auch mit den Methoden, die halt in der Disziplin gängig sind,
Genau, also Fabian unterstellt, die Kritiker würden sich da mit den Methoden gar nicht kennen. Nikhil und Martin sind aber Wissenschaftsphilosophen und haben da sehr einschlägig publiziert, werden international wahrgenommen. Nikhil ist praktischer Philosoph, hat sich mit Gerechtigkeit auseinandergesetzt, also dem Kernanliegen der Critical Studies. Das ist schon lustig, aber er als Biologe offensichtlich weiß das besser. Also ich mache mal gerade einen Take. Ich bin ja auch nicht mehr der Allerjüngste. Die sind alle, haben wir auch vielleicht hier so einen leichten, also die Gesprächspartner, das wäre mir jetzt mal aufgefallen, die bei Bartoszek jetzt, die waren ja alle, ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber die sind alle was jünger, oder? Mhm. Also ich bin 38, ich hätte ihn jetzt, weiß nicht, also den Fabian habe ich jetzt da auf Mitte 20 maximal, oder? Hanna auch. Ist das vielleicht nachher auch so ein Generationenkampf so? Vielleicht. Vielleicht. Ist mir nur mal aufgefallen. Also mehr Inhalt kommt da gerade nicht von mir. Also. Nee, also ja, es stimmt ja auf jeden Fall. Es sind Jüngere. Ist aber interessant, dass diese Jüngeren immer über die Jahrzehnte im Verein auch gerne sprechen, die man ja gut miteinander ausgekommen ist. Aber das sind Jüngere, die sind auch erst ein paar Jahre im Verein. Die sind halt vielleicht 1, 2, 3 Jahre vor euch in den Verein gekommen, wissen jetzt aber ganz genau, was der Verein so macht. Nur ist es so, dass Leute, die 20 Jahre plus im Verein sind, inzwischen reihenweise austreten, auch wirklich verdiente Mitglieder, die austreten, weil die sagen, also mit dem Kurs möchte ich mich nicht identifizieren, nämlich mit dem Woken-Kurs. Ja. Wir gucken weiter. Achso, waren wir schon. So, warte hier. Von dem Einblick, den ich halt in diese Disziplin habe, ich bin jetzt nicht der große Postcolonial Studies Akademiker, aber ich habe halt relativ viel, also zum Beispiel mit solchen Efforts mich beteiligt, dass man halt Curricula decolonialized. Wird sie nicht näher aus, würde mich aber interessieren, was sie da meint, sie hat Curricula dekolonialisiert. Hä? Welche Lehrpläne sind denn noch kolonial durch? Oh, man kann ja sogar Mathe dekolonialisieren. Ja, was man alles kann. Also deshalb würde es mich ja interessieren. Lieber Patient, Sie sind mega krank. Oh, das wusste ich gar nicht. Ja, Sie an. Also als Skeptiker würde mich interessieren, was sie da wohl gemacht hat und was rausgekommen ist. Ich habe heute einen Tweet verfasst. Moment, ich suche das mal. Also ich habe gestern ein bisschen eine Buchkritik gelesen. Ich wollte mich zu einem Buch informieren, einem Science-Fiction-Klassiker. Und da habe ich eine Rezension gelesen, die ist sehr aktuell. Ich lese mal vor, also ein Teil der Rezension war: Empfehlung? Fragezeichen. Ich bin ein bisschen bestürzt, dass es mir selbst nicht so besonders beim Lesen aufgefallen ist, dass manche Aspekte des Romans problematisch sind, da ich bei diesen Themen normalerweise gerne sensibel herangehe. Durch das Lesen von Blog-Einträgen im Nachhinein wurde ich mir der Problematik aber bewusst und bin auch froh, diese hier angesprochen zu haben und weiter dazuzulernen. Ich musste da so grinsen. Also, er hat ein Buch gelesen. Fand er gut. Und hat erst durch Blog-Einträge festgestellt, dass das Buch total problematisch ist. Es handelt sich um das Buch Dune, der Wüstenplanet. Science-Fiction-Klassiker. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich wollte aber wissen, ob das was für mich ist. Und bin dann über diese Kritik gestoßen. Und das ist total spannend. Weil ich komme drauf wegen halt Postcolonial Studies und so. Es gibt massenhaft jetzt Leute, die sagen, ja, dieses Buch ist hochproblematisch, weil die Völker da, das eine Volk, das sind quasi die Amis, die Hakonnen, das sind eigentlich die Russen und die Fremen auf dem Wüstenplanet, das sind eigentlich die Araber und die werden unterdrückt und du denkst so, wow, okay, also du findest ein Problem, das vorher keiner gesehen hat.
So, und du könntest es ja selbst, also Sachen interpretieren kannst du immer. Du kannst immer sagen, vielleicht als er das geschrieben hatte, war er von der Zeit, das ist ja schon in Ende 50er oder so geschrieben worden, die Bücher, standen natürlich unter dem Eindruck des Kalten Krieges und so weiter. Und natürlich wird das irgendwie in eine Geschichte mit einfließen, ist ja völlig logisch. Der Mensch kann auch nur wie ChatGPT letztlich Dinge verarbeiten, die er irgendwie mal in seinem Kopf als Input hatte. Aber daraus den Take zu machen, das sei problematisch, finde ich schon eine geile These. Also deswegen, wenn ich dann höre, man kann Sachen dekolonialisieren, ja, ich glaube, das kannst du wahrscheinlich, wenn du dich einmal so in dieses Rabbit Hole begeben hast, sehr, sehr häufig und überall. Ja, wie sinnvoll das ist, weiß ich nicht. Tja. Ja. Kleiner Exkurs. So, was haben wir hier? 46 Sekunden. Also wenn ich jetzt beispielsweise vieles der postkolonialen Theorien mir bedenke, also keine Ahnung, Jürgen Zimmerer ist ja auch eine relativ bekannte Figur aus dem deutschen Kontext. Wenn du dann halt eben über solche Dinge sprichst, wie man als deutscher Historiker damit umzugehen hat, was mit den Herero passiert ist in Afrika unter deutscher Kolonialherrschaft, dann funktionieren diese Kategorien und diese Denkkonzepte einwandfrei. Jetzt ist die Lage in Nahost mit Israel und Palästina so unfassbar viel komplexer. Ich finde die schon. Also, das höre ich ganz oft in Deutschland. Ich finde die überhaupt nicht ein Stück weit komplex. Die Lage ist ganz klar. Die ist komplexer als im Fall von Afrika. Ich habe ja ein Komparativ aufgemacht. Ja, jetzt aber schade, dass der Clip hier schon vorbei ist. Ich hätte gern Bartos ultra simple Erklärung gehört, aber egal, ja. Fand ich aber gut von Bato an der Stelle. Weil es ist so unfassbar viel komplexer als deutsche Kolonialgeschichte, sagt sie. Und dann beharrt sie zuerst darauf und dann sagt sie, naja, also da habe ich ja ein Komparativ aufgemacht und verschiebt die Torpfosten sozusagen. Heimlich, still und leise. Ja. Ja gut, aber das ist halt so, ach, weiß ich nicht. Also da fehlt mir jetzt ein bisschen Kontext insgesamt. Aber du hast doch gesagt, nee, habe ich gar nicht gesagt. Nein, ja, was ich in Wirklichkeit gesagt habe, ist ja dieses und jenes, war aber nicht so. Nee, wenn ich A gesagt habe, dann soll ich auch sagen, ja, habe A gesagt, das war vielleicht nicht ganz richtig so, lass mich das mal nochmal ausführen. Ich gebe dir grundsätzlich recht, würde aber sagen, sowas passiert natürlich in einem freien Talk. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwas sage und du erwischst mich dabei jetzt gerade, wie ich was sage, was vielleicht ein bisschen Panne ausgedrückt ist und du sagst, korrigierst mich dann oder stellst eine Nachfrage und da habe ich ja zwei Optionen. Ich könnte entweder sagen, das wäre aber meine Methode. Ich finde das einfach ein bisschen, weil ich mich jetzt nicht schäme, da irgendwie, sondern würde ich sagen, ey, komm, habe ich gerade echt blödsinnig formuliert. Oder du machst dieses Tor verschieben. Ne? Ja. Ich finde es dann auch irgendwie besser, sag einfach, ja, okay, habe ich gerade ein bisschen, ja. Oder einfach auch sogar sagen, nee, weißt du, hast du recht. Weil du kannst ja sogar in einem freien Talk, das ist ja nicht eine Schiene, die du fährst, also im besten Fall nicht, ja, sondern du bewegst dich auf einer Ebene und dann kann es ja sein, dass ich vielleicht mal in eine Richtung gehe und dann ziehst du ein bisschen wieder an mir und sagst, ah, stimmt, kann man auch anders sehen. Ich glaube, wir haben eins davor vergessen, den 23er, der ist, glaube ich, wichtig. Den haben wir nicht gesehen, okay. Da gibt es halt auch ein weites Spektrum. Man darf halt auch nicht vergessen, dass es alles junge Disziplinen sind und dass halt oft Denkkonzepte, die in relativ eindeutigen Einzelfällen, also in eindeutigen Fällen, in eindeutigen Systemen gut funktionieren, nicht zwangsläufig auf komplexere Gegebenheiten eins zu eins übertragen werden können. Was sie da sagt, ist, also die Disziplinen sind noch so jung, die müssen ein bisschen Welpenschutz bekommen. Dann würde ich sagen, ja, okay, dann lass uns doch drüber reden, was da alles noch nicht passt. Also vielleicht kann man es ja passend machen, vielleicht auch nicht. Also wo die Konzepte nicht passen, muss man doch drüber reden. Wie soll man denn sonst zu den richtigen Konzepten kommen? Ja, Entschuldigung, ja, mach du. So, jetzt kommen wir zum dritten Mal zu zweit einsetzen. Das
ist halt auch ein Argument, was Homöopathen zum Beispiel gerne bringen. Also die ist noch so frisch, die Homöopathie. Wir haben halt die Naturgesetze, die da dahinter liegen, möglicherweise noch nicht gefunden, die konkreten Wirkmechanismen. Aber dass es wirkt, können wir ja zeigen. Ja, ja. Also das ist auch etwas, was ich ganz häufig erlebe, dass wenn ich diese identitären, also diese identitätspolitischen Argumente in meiner Sendung ausheble, dann das ist ja so ein bisschen, die sind vor allem in letzter Zeit halt von links besetzt worden, diese gesellschaftlichen und so weiter. Und was halt viele natürlich in ihrem Lagerdenken dann sofort verstehen ist, hey, Moment, dann kritisierst du ja letztlich die linke Bewegung, die will doch was Gutes machen. Und wenn du die kritisierst, ja, dann unterstützt du doch automatisch die anderen. Ne? Mhm. Das ist, und dann da höre ich dann ähnliche Argumente, so, ja, jetzt geh doch nicht auf die los. In ihrem Argument war es jetzt so, die sind halt noch nicht so weit, oder aber die wollen doch das Richtige. Und die Ziele, ne, wir kommen ja immer genau zum Gleichen irgendwie. Also das, ja, die Ziele sind ja alle edel, aber das ist mir am Ende eigentlich ehrlich gesagt egal. Naja, also. Und also wir kritisieren natürlich die Homöopathie, hast du jetzt ja mehrfach angeführt. Seit wann werden denn da Metastudien und so gemacht? Seit den 90ern oder so, würde ich jetzt mal sagen. Viel länger auch nicht. Zu Critical Studies wurde schon vor den 90ern geschrieben. Die sind also, was jetzt die systematische wissenschaftliche Arbeit darüber angeht, gar nicht so viel jünger. Das stimmt als Argument einfach. Kommt so. Vielleicht die werden auch schon seit Jahrzehnten betrieben und ja klar, der Output steigt natürlich, wie in allen Disziplinen. Ja, aber klar muss man doch drüber reden. Ja. Dementsprechend kannst du diese Theoriekonstrukte nicht eins zu eins auf Israel übertragen, weil das eben eine ganz andere Geschichte hat. Also Leute, die halt versuchen, keine Ahnung, Edward Saids Theorien eins zu eins auf Israel zu übertragen, die haben einfach nicht verstanden, wie Postkolonialismus funktioniert. Und klar gibt es da auch Hardliner, die da ziemlich absurde und verachtenswerte Sachen behaupten, aber die sind halt in der Disziplin auch nicht irgendwelche Säulenheiligen, die halt unangetastet alles sagen dürfen. Okay. Und warum dürfen wir dann nicht zumindest diese Hardliner, wie sie sie nennt, kritisieren? Wir verteidigen doch gar nicht woke. Dann müsste man doch rausarbeiten, wo denn die wahre und richtige Lehre ist. Ich verstehe auch nicht, wir drehen uns im Kreis. Also wir verteidigen es gar nicht, aber wenn du es kritisierst, dann muss ich die Kritik kritisieren. Warum? Damit verteidigst du es ja. Also. Und ich bin da wahrlich kein Experte für Zeit, habe ich mich nicht mit beschäftigt, muss ich ehrlich sagen. Kenne den Wikipedia-Eintrag ansonsten nicht. Aber was ich weiß, ist, dass das einer der Hauptprotagonisten der Postcolonial Studies ist, hat mir zumindest Nikhil auch so bestätigt. Deshalb glaube ich, trifft das Argument nicht, dass der am Rand stehen würde. Aber vielleicht ja auch doch, dann sollten wir drüber reden. Mhm. Vielleicht liege ich ja falsch. Wie gesagt, ich bin da kein Experte. Wir haben hier einen Clip. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich glaube, das ist besagter Said. Okay, wir hören mal rein. But the net result of Zionist terrorism and violence in the first third of the 20th century has brought forth, to my mind, the anomaly, the horrific and unacceptable status in the Middle East today of the State of Israel, which is in fact an armed garrison state. Okay, also der sagt da, Israel ist ein bewaffneter Militärstaat, ein armed garrison state. Und der Staat Israel ist eine Anomalie, a horrific and an unacceptable status. Und darüber soll man nicht sprechen dürfen? Ich glaube, ja, Bartu hat vorhin zu Recht widersprochen da. Sah mir jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so neu aus, der Clip. Um nochmal auf das Argument zu kommen, das ist ja alles noch ganz frisch. Also, weiß ich, ich kann ja jetzt nicht das Alter des Clips sagen, aber es sieht mir irgendwie nach einem ein paar Jahrzehnte ist es doch schon her, denke ich. Ja. Okay. Okay, einen letzten haben wir noch, ne? Dann haben wir auch lange gemacht. Dann haben wir lange genug gemacht. Der Dissens mit Martin Mahner, also zumindest bei mir persönlich, liegt einfach darin, dass es, also mit Verlaub,
absolut unwissenschaftlicher Bullshit ist, was er da geschrieben hat. Ich kann es nicht anders sagen. Okay. Also ja. Es ist dieses ganze Paper strotzt vor logischen Fehlschlüssen. Also er macht da so einen Syllogismus auf, wo er halt eben sagt, Postmodernismus ist harter Relativismus, der zum Nihilismus führt. Also wenn Dinge von Postmodernismus oder Aktivismus beeinflusst sind, haben die den Verdacht von Pseudowissenschaftlichkeit. Zweite Prämisse ist, Critical Studies haben diese Tendenz. Konklusion, Critical Studies sind dementsprechend relativistisch und zweifeln Wissen an. Die Prämissen stimmen schon nicht, dann folgt das daraus auch nicht. Und dann ist halt der Gag dabei, und das hatten wir ja beim letzten Gespräch auch schon mal angekratzt, dass diese ganze Argumentation, dieses Bild von Critical Studies, das er da vertritt, geht auf ein Buch zurück, das von James Lindsay und Pluckrose geschrieben wurde, das Cynical Studies heißt, für das der Mahner im Skeptiker mal eine ziemlich glühende, positive Review geschrieben hat, wo jeder Mensch, der auch nur ansatzweise in den Disziplinen arbeitet, dir sagen kann, dass das an den Haaren herbeigezogener Unsinn ist. Das ist nicht in den Fußnoten erwähnt. Also wenn du weißt, dass er das gelesen hat, weil er die Review geschrieben hat, erkennst du es in dem Text wieder. Da ist nicht eine Fußnote drin. Da ist nicht ein Beleg. Und wie das nun mal als Skeptiker ist, weißt du, wenn du Behauptungen aufstellst, vor allen Dingen solche schwerwiegenden Behauptungen, hast du eine Beweislast. Also bitte, wo Papers, wo Belege, dass irgendjemand das behauptet hat, was da drin steht, sind nicht da. Und dann gibt es ja noch einen Appendix. Ich weiß nicht, ob den irgendjemand gelesen hat. Wo dann halt irgendwelche Argumente, die angeblich als Kritikimmunisierung von der Gegenseite vorgebracht werden könnten, aufgelistet sind, die ja dann halt eben die Bank, das ist Kritikimmunisierung, weil da ist nicht ein Einwand drin, den von uns irgendjemand so bringen würde. Nicht einer. Also es ist einfach absolut an den Haaren herbeigezogener Müll. Ich kann das nicht anders sagen. Und das sind halt so Sachen, dann wird dann irgendwie postuliert, das ist jetzt die Meinung der Gruppe. Und dann hier, guckt euch alle diese Links an. Und ich auf dem Niveau will und kann ich nicht mehr diskutieren. Wenn ich will, dass wir uns mit diesen Sachen beschäftigen, dann will ich bitte konkrete Quellen haben. Dann möchte ich bitte Dinge haben, die logisch stichhaltig sind, die von der Research her stichhaltig sind, wo Leute sich damit beschäftigt haben und nicht einfach irgendeinen politischen Standpunkt rausblöken und den halt dann in pseudowissenschaftliches Gewand stecken und dann anderen Leuten Pseudowissenschaft vorwerfen. Das ist einfach unter aller Würde. Anker Tobak, oder? Ich weiß nicht, ich finde es schwierig, jetzt aber auch einen 2 Minuten 40 Clip so, also ich würde es mal versuchen, ganz grob von wirklich mal rauszoomen. So, da scheint ja sie eine ganz andere Meinung zu haben als jetzt zum Beispiel Mana. So, zu einem Thema, was uns alle irgendwie doch interessiert, also sie ja anscheinend auch. Dann verstehe ich immer noch nicht, warum man da nicht ran will. Also sie sagt ja jetzt auch schon wieder, das reicht ja alles nicht und deswegen, also ich lasse ja immer die Option zu, vielleicht bin ich einfach ein bisschen doof und habe das halt noch nicht verstanden und ich habe das noch nicht so begriffen wie sie. Ja, dann wäre es halt dein Job, das mir beizubringen oder mir zu erklären, aber nicht zu sagen, so, das ist halt alles Bullshit, hör mal lieber nur mir zu. Oder es gibt halt Experten, die haben sich damit beschäftigt, nimm bitte einfach deren Quintessenz. So. Das funktioniert halt nicht. Der Clip ist tatsächlich lang und ich habe den Vorteil, den Clip zu kennen. Aber also ich finde mehrere Dinge bemerkenswert. Holm sitzt ja auch in dem Talk und da wird mit Martin Mahner, ein Hauptamtlicher der GWUP, aufs Härteste, also ich finde fast eher abschneidend, angegriffen, ohne dass der Vorsitzende der GWUP da irgendein Wort dazu zu sagen hat, um sich mal schützend vor seinen hauptamtlichen Mitarbeiter zu stellen. Tut er nicht. Also sie sagt, das sei absolut unwissenschaftlicher Bullshit und an den Haaren herbeigezogener Müll. Also das ist in Akademie. Oh, das ist hier die automatische geil. Funktion, wenn man hier. Nice, so. Handgestenerkennung. Okay, ja. Ich wollte eigentlich so zeigen. Kann er das auch? Oh, ja. So fand ich das. Wissenschaftlicher Müll. Oh, absolut so. Wissenschaftlicher Müll. Ja. Gehört sich einfach nicht. Dann sagt sie, Mahner nennt ja überhaupt gar keine Quellen.
da und keine Fußnoten in seinem Text, das stimmt. Das war aber auch kein Text, der irgendwas belegen sollte, sondern der Text hat sich zur Aufgabe gemacht, die Funktion dieses Textes war, Hypothesen zu formulieren, die man dann untersuchen sollte. Also es sollte nicht final die Meinung der GWOP verkündet werden, sondern es war ein Paper, das sagt, gibt es hier eigentlich einen hinreichenden Anfangsverdacht, dass da Pseudowissenschaften dahinter stecken, sodass es sich lohnen würde, das mal genau zu untersuchen. Das sagt das Paper. Das witzig, ne? Weil ich wusste das gar nicht. Das ist ja das, was ich gerade eben eigentlich gesagt habe. Wenn es dann so ist, dann wäre das doch genau für mich ja interessant, weil ich bin ja nicht so tief in dem Thema drin. Ich kriege immer nur so ein bisschen oberflächlich was mit, sehe Sachen, die mich nicht überzeugen, die in mir, und Rebecca beruft sich ja immer ganz doll auf logische Fehler. Ich bin auch jemand, der logische Fehler immer ganz ätzend findet, oder die fallen mir zumindest sehr stark immer auf, scheint ja ein spannendes Thema zu sein. Also, aber. Ja, und dementsprechend sagt Martin aber natürlich auch nicht, das ist die Meinung der GWOP, sondern Martin sagt, lass uns das mal genauer anschauen, das, was wir halt auch sagen. Ja. Mal abgesehen davon behauptet sie ja nun wirklich stundenlang da, ohne irgendwelche Belege zu geben. Und das Buch von Lindsay und Pluckrose, das ich auch gelesen habe, sie sagt Critical Studies, aber es heißt Cynical Theories. Sie sagt was Cynical oder, Studies. Sie sagt Cynical. Ja, aber ich glaube Cynical Theories heißt es, ist ja auch egal, hat sie sich zynische versprochen. Zynische Theorien, ja. Genau, gibt es auch in deutscher Übersetzung. Und sie tut so, als würde dieses Buch überhaupt keine Rolle spielen. Wenn man aber mal sucht mit Google Scholar, kann man das ja machen, findet man, dass das über 360 Mal zitiert wird. In Fachjournalen, in Fachbüchern. Das wird überall rauf und runter zitiert. Ich glaube nicht, dass sie einen Artikel hat, der auch nur annähernd so eine Zitation hat. Also das stimmt nicht, dass das keine Rolle spielt, sondern das sind die haben sich wirklich sehr eingehend damit beschäftigt und es wird gerne von der anderen Seite abgetan. Das ist aber nicht stichhaltig, weil es wird in Fachpublikationen rauf und runter zitiert und angeführt. Und ansonsten muss man halt zeigen, wo denn der Unsinn liegt. Dann muss man selber mal das tun, was man ständig von anderen fordert, nämlich einfach mal Belege bringen. Also ich finde das wieder so spannend. Also auch mit Rebecca ist ja jemand, die auch The Voice of Reason hart kritisiert hat, weil wir da irgendwie, weiß ich nicht, ganz schlimme Dinge gemacht haben. Ne? Und ich komme wieder zu dem Ergebnis, also so wie sie gerade hier so vom Leder zieht, also das haben wir nie gemacht. Nicht mal ansatzweise. Nie über jemanden so gesprochen. Ne? Und das verstehe ich dann auch wieder manchmal nicht. Also da denke ich mir, also, da gehe ich gar nicht mit einer wissenschaftlichen, da bin ich dann mit einer emotionalen Bewertung dabei. Wer so argumentiert, und jetzt mache ich Tonfallbezug, ist ein schlechtes Argument, aber es hat einen Grund, warum ich diese Karte ziehe. Wer so spricht, das macht mich skeptisch, weil dann habe ich das Gefühl, kriegst du es nicht ohne diese emotional mitreißenden, super negativen Äußerungen und ad hominem, die Person, das ist Bullshit und alles und so, kriegst du es ohne nicht widerlegt. Warum diese Methode? Warum geht das nicht? Also wenn ich sachlich nicht überzeugt werden kann, bin ich skeptisch. Weil ich sehe das, also ne, das ist halt so, wenn Leute mich versuchen, so mit, ja, also das kann jedem passieren, ja. Ich kann auch dann irgendwann mal vielleicht mich in Rage reden und sagen, das ist doch scheiße und weiß ich nicht, diese ganzen Idioten da, die machen alle so einen Dreck. Wenn ich das mache, vielleicht reißt das mit im Bauch, im emotional. Aber argumentativ habe ich nicht überzeugt. Das kann man, muss man, die Kritik müsste ich mir dann gefallen lassen. Und ich glaube, wir haben ja jetzt schon das zweite Mal zusammengesprochen. Ja. Heute ziemlich lange. Weiß nicht, was da jetzt am Ende rauskommt. ich nehme jetzt mal für mich so mit, das ist auch Brandolinis Law am Werk. Sagt dir das was? Kennst du das? Brandolinis Gesetz?
das sagt, dass man für jede Bullshit-Aussage, für die Zeit, so, die ja. dauert, dass man Vielfaches an Zeit braucht, um das wieder einzufangen. Weil ich glaube, wir sind jetzt bei einer Stunde 7 oder so in dem Bartow-Talk. Und man kann wirklich Minute für Minute durchgehen und wird fündig. Mhm. Ja, das ist das Problem am Debunken. Ja. Also ich bleibe immer noch dabei. Vielleicht machen wir doch mal einen Talk zu dritt, zu viert oder irgendwas. Wäre ja bestimmt mal spannend. Weil Holger Marx hatte das ja auch vorgeschlagen. Ja, ja. Können wir da mal was anleihen, weil ich finde auch, ich würde da gar nicht so viele Themen aufmachen. Ich würde gerne eigentlich einen Bereich einfach nur mal rausarbeiten. Mhm. Und dann kann jeder sich mal ein paar Punkte machen. Und weil sonst haben wir irgendwie wieder so 4 Stunden und dann haben wir den Aspekt irgendwie angeschnitten oder so. Machen wir es doch mal wirklich konkret und machen einen. Bin ich dafür. Warte mal, da habe ich auch einen für. Ja. Warte mal. Okay. Wow, das ist ja wunderschön. Alles klar. Ja, gut, jetzt haben wir ein bisschen mehr Updates wieder von der GWUP. Ja, das war's eigentlich. Okidoki. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschö. Ciao, ciao.